Teil 2, Kapitel 17 von 20.000 Meilen unterm Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer. 20.000 Meilen unterm Meer von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 17. Vom Kap Horn nach dem Amazonenströmen. Wie ich auf die Plattform kam, weiß ich nicht zu sagen. Vielleicht hatte mich der Kanadier hinaufgetragen. Aber ich atmete, schlürfte die belebende Seeluft. Meine beiden Gefährten an meiner Seite tranken in vollen Zügen die Erfrischung. Die Unglücklichen, welche lange Zeit die Nahrung entbehrten, können nicht unbesonnen über die erste Nahrung, welche sich darbietet, herfallen. Wir dagegen brauchten uns nicht zurückzuhalten, konnten unseren Lungen die volle Erquickung des Einatmens gönnen, und der Seewind selbst übergoß uns mit dieser Wonne der Trunkenheit. »Ach«, sagte Conseil, »wie erquickend ist der Sauerstoff! Jetzt braucht mein Herr nicht mehr mit Angst zu atmen. Es ist genug da für jedermann.« Ned Land sprach nichts, aber er sperrte die Kinnladen auf, daß ein Haifisch erschrecken konnte. Und was für kräftige Atemzüge! Allmählich kamen uns wieder die Kräfte, und als ich um mich blickte, sah ich, daß wir uns allein auf der Plattform befanden. Von der Bemannung nicht ein einziger, auch der Kapitän Nemo nicht. Sonderbar genug begnügten sich die Seeleute mit der innen befindlichen Luft. Meine ersten Worte waren Worte des Dankes und der Erkenntlichkeit gegen meine beiden Gefährten. Ned und Conseil hatten während der letzten Stunden dieses Todeskampfes mein Dasein verlängert. Ich konnte ihnen für diese Hingebung nicht genug Dankbarkeit zollen. »Lassen Sie das, Herr Professor«, erwiderte Ned Land. »Es ist nicht der Mühe wert, davon zu reden. Wir hatten kein Verdienst dabei. Es war nur ein Rechenexempel. Ihr Dasein ist mehr wert als das unsrige. Darum musste es erhalten werden.« »Nein, Ned«, versetzte ich, »es war nicht mehr wert. Über einen edlen und guten Menschen geht nichts, und das seid ihr.« »Gut, gut«, wiederholte der Kanadier in Verlegenheit. »Und du, lieber Conseil, hast recht zu leiden gehabt. Doch nicht allzu sehr, offen gesagt. Es fehlten mir zwar einige Schluck Luft, aber ich glaube, ich würde mich schon darein gefunden haben.« Conseil ward verlegen, daß er unpassend gesprochen, und brach ab. »Meine Freunde«, sprach ich tief gerührt, »wir sind auf ewig miteinander verbunden, und sie haben Ansprüche auf mich.« »Ich werde diese missbrauchen«, versetzte der Kanadier. »Wie?« sagte Conseil. »Ja«, fuhr Ned Land fort, »das Recht, sie mit mir zu nehmen, wann ich diesen höllischen Nautilus verlassen werde.« »Zur Sache«, sagte Conseil, »fahren wir in guter Richtung?« »Ja«, erwiderte ich, »weil wir der Sonne zufahren, und hier ist die Sonne im Norden.« »Allerdings«, fuhr Ned Land fort, »aber ich möchte wissen, ob wir wieder ins stille oder atlantische Meer fahren, das heißt in besuchte oder verlassene Meere.« Hierauf wußte ich nicht zu antworten, und ich fürchte, der Kapitän Nemo werde uns eher vielmehr in den ungeheuren Ozean führen, welcher Asien und Amerika zugleich bespült, um seine unterseeische Rundreise zu vollenden und dort seine Unabhängigkeit vollständiger zu finden. Aber was wurde dann aus Ned Lands Plänen? Wir mußten über diesen wichtigen Punkt bald im Reinen sein. Der Nautilus fuhr reißend schnell. Bald war man über den Polarkreis hinaus, und nun ging es nach dem Kap Horn zu. Am 31. März, um 7 Uhr abends, befanden wir uns der Spitze Amerikas gegenüber. Nun waren alle überstandenen Leiden vergessen,
unsere Gedanken waren nur auf die Zukunft gerichtet. Der Kapitän Nemo zeigte sich nicht mehr, weder im Salon noch auf der Plattform. Da der Leutnant jeden Tag die Lage feststellte und auf die Karte eintrug, so war ich imstande, die Richtung des Nautilus genau aufzunehmen. Diesen Abend nun ward es zu meiner großen Befriedigung klar, dass wir durch das Atlantische Meer wieder nach Norden fuhren. Ich teilte dem Kanadier und Conseil das Ergebnis meiner Beobachtungen mit. »Gute Neuigkeit«, erwiderte der Kanadier. »Aber wohin fährt der Nautilus?« »Das kann ich nicht sagen, Ned.« »Will sein Kapitän nach dem Südpol auch dem Nordpol Trotz bieten und durch die berufene nordwestliche Durchfahrt in das Stille Meer kommen?« »Man sollte ihn nicht dazu herausfordern«, erwiderte Conseil. »Dann«, sagte der Kanadier, »werden wir zuvor uns davon machen.« »Jedenfalls«, fügte Conseil bei, »ist dieser Kapitän Nemo ein ganzer Mann, und wir werden nicht bedauern, seine Bekanntschaft gemacht zu haben.« »Besonders, wann wir von ihm fort sind«, versetzte Ned Land. Am folgenden Tage, dem 1. April, als der Nautilus auf der Oberfläche fuhr, bekamen wir um Mittag westlich eine Küste in Sicht. Es waren die Feuerlande, ein Haufen Inseln, die sich zwischen 53 und 56 Grad südlicher Breite und 67 Grad 50 Minuten und 77 Grad 15 Minuten westlicher Länge, 30 französische Meilen lang und 80 breit, erstrecken. Die Küste schien mir niedrig, aber in der Entfernung ragten hohe Berge empor. Ich glaubte sogar den Sarmiento zu sehen, der sich 2070 Meter hoch über dem Meeresspiegel erhebt, ein pyramidaler Schieferblock mit sehr spitzem Gipfel, der, je nachdem er mit Dünsten umgeben oder davon frei ist, gutes oder schlechtes Wetter anzeigt, wie Ned Land sagte. »Ein merkwürdiges Barometer, mein lieber Freund.« »Ja, mein Herr, ein natürliches Barometer, das mich noch nie getäuscht hat, wenn ich in der Magellanischen Straße fuhr.« Soeben zeigte sich die Spitze in klarer Zeichnung vor dem Hintergrund des Himmels. Ein Wahrzeichen guten Wetters. Der Nautilus tauchte wieder unter und näherte sich der Küste, an welcher er nur einige Meilen weit vorüberfuhr. Durch die Fenster des Salons sah ich lange Lianen und Riesentang, das birntragende Meergras, wovon wir im freien Polarmeer einige Musterproben gesehen hatten. Mit ihren glatten und klebrigen Fasern waren sie bis zu 300 Meter lang. Wahre Taue, über einen Zoll dick und sehr zähe, dienen sie oft zum Festbinden der Schiffe. Ein anderes Kraut, unter dem Namen Welp bekannt, mit 4 Fuß großen Blättern, die zwischen den korallenartigen Versteinerungen staken, bedeckte den Meeresgrund. Es diente Myriaden von Schal- und Weichtieren zum Lager und zur Nahrung, bot namentlich den Robben und Ottern ein prächtiges Mahl. Über diesen fetten und üppigen Grund fuhr der Nautilus mit äußerster Schnelligkeit. Gegen Abend näherte er sich dem Archipel der Falklandsinseln, deren steile Gipfel ich am folgenden Morgen erkennen konnte. Die Meerestiefe war mäßig. Ich dachte daher nicht ohne Grund, dass diese beiden Inseln, umgeben von einer Menge Eilande, ehemals zu den Magellanischen Ländern gehörten. Die Falklandsinseln, welche jetzt den Engländern gehören, hießen früher, als sie französisch waren, Malouinen. In diesen Gegenden brachten unsere Garne schöne Sorten von Algen herauf und besonders eine Art Tang, an dessen Wurzeln die schönsten Muscheln hingen. Gänse und Enten ließen sich zu Dutzenden auf der Plattform nieder und fanden bald ihren Platz in der Küche. Von Fischen beobachtete ich besonders eine Art Trichterfische, die 2 Dezimeter lang und ganz mit weißlichen und gelben Flecken besäet waren. Desgleichen hatte ich zahlreiche Quallen zu bewundern, die schönsten der Gattung, wie sie jenen Meeren eigentümlich sind.
Bald hatten sie die Gestalt eines halbrunden, sehr feinen Schirmchens, das mit rotbraunen Streifen geschmückt war und in 12 regelmäßige Blumengehänge endigte. Bald bildeten sie ein umgekehrtes Körbchen, woraus reiche Blätter und lange rote Zweige herabhingen. Sie bewegten schwimmend ihre blattartigen Arme und ließen ihren reichen Hauptschmuck von Füllhörnern herabhängend in den Fluten treiben. Ich hätte gerne einige Proben dieser zarten Zoophyten aufgehoben, aber es sind nur Wolken, Schatten und Schein. Sie schmelzen und verdünsten, wann sie aus ihrem Element herauskommen. Als die letzten Höhen der Falklandsinseln unterm Horizont verschwunden waren, tauchte der Nautilus 20 bis 25 Meter tief unter und fuhr längs der amerikanischen Küste. Der Kapitän Nemo ließ sich nicht sehen. Bis zum 3. April fuhren wir an den Küsten von Patagonien, bald unterm Ozean, bald an der Oberfläche. Der Nautilus passierte die weite, von der Mündung des La Plata gebildete Untiefe und befand sich am 4. April Uruguay gegenüber, über 50 Meilen auf hoher See. Seine Richtung war immer nördlich längs den Krümmungen der südamerikanischen Küsten. Wir hatten damals 16.000 Lieue seit unserer Abreise aus den japanischen Meeren zurückgelegt. Gegen 11 Uhr vormittags wurde der Wendekreis des Steinbocks unterm 37. Meridian durchschritten, und wir fuhren auf hohe Meere beim Kap Frio vorüber. Der Kapitän Nemo war, zum Ärger Ned Lands, nicht gerne in der Nähe dieser bewohnten Küsten Brasiliens, denn er eilte mit schwindelhaftiger Schnelligkeit. Kein Fisch noch Vogel, so flink sie auch sein mochten, konnten uns begleiten, und die Naturmerkwürdigkeiten dieser Meere entzogen sich aller Beobachtung. Diese reißende Eile dauerte einige Tage, und am 4. April abends bekamen wir die östlichste Spitze Südamerikas, das Kap San Roque, in Sicht. Aber dann entfernte sich der Nautilus abermals und suchte in größeren Tiefen ein unterseeisches Tal auf zwischen diesem Kap und Sierra Leona an der afrikanischen Küste. Dieses Tal teilt sich auf der Höhe der Antillen in zwei Richtungen und endigt nördlich in eine enorme, 9000 Meter tiefe Einsenkung. An dieser Stelle bildet der geologische Aufriss des Ozeans bis zu den kleinen Antillen einen steilen, senkrechten Abhang von 6 Kilometer und auf der Höhe der Kapverdischen Inseln eine andere, ebenso beträchtliche Wand. Diese beiden umschließen also die ganze versunkene Atlantis. Der Grund dieses ungeheuren Tales ist hier und da mit einigen Bergen besetzt, welche malerische Ansichten darbieten. Ich berichte dieses hauptsächlich nach den Karten im Manuskript, welche offenbar von der Hand des Kapitän Nemo aufgrund seiner persönlichen Beobachtungen herrühren. 2 Tage lang wurden diese öden und tiefen Gewässer vermittels der geneigten Ebenen besucht. Doch am 11. April stieg der Nautilus plötzlich wieder zur Oberfläche, und wir bekamen das Land an der Mündung des Amazonenstromes zu sehen, dessen Wasser so weit hin und so beträchtlich ausströmt, dass das Meer auf einige Meilen seinen Salzgehalt verliert. Wir hatten den Äquator durchschritten und ließen 20 Meilen westlich das französische Cayenne, wo wir leicht eine Zufluchtsstätte gefunden hätten. Aber der Wind wehte zu stark, und die wütend aufgeregten Wellen hätten einem einfachen Boot nicht gestattet, ihnen zu trotzen. Ned Land sah dies wohl selbst ein, denn er sprach kein Wort mit mir. Ich meinerseits spielte nicht mit einem Wort auf seine Fluchtprojekte an, denn ich wollte ihn nicht zu einem Versuch veranlassen, welcher unfehlbar gescheitert wäre. Ich entschädigte mich leicht für diese Verzögerung durch interessante Studien. Während dieser beiden Tage, des 11. und 12. April, blieb der Nautilus auf der Oberfläche, und sein Sacknetz tat einen wundervollen Fang an Zoophyten, Fischen und Reptilien.
Die Zoophyten waren zum großen Teil schöne Phylakteen, zu den Strahltieren gehörig, unter anderem eine in diesem Ozean einheimische Gattung mit kleinem zylindrischem Stamm, der mit vertikalen Linien und roten Punkten verziert und mit einem wundervollen Strauß von Fühlfäden gekrönt war. Mollusken waren es von den bereits beschriebenen Turmschnecken, durchsichtige Hyalen, Argonauten, vortreffliche essbare Tintenfische, einige Arten Kalmar und so weiter. Von Fischen, die ich noch nicht zu studieren Gelegenheit hatte, bemerkte ich einige Arten. Unter den Knorpelfischen eine Aalart, 15 Zoll lang, mit grünlichem Kopf, violetten Flossen, bläulich-grauem Rücken, braun-silberfarbenem, lebhaft geflecktem Bauch, einem goldenen Ring um die Iris, merkwürdige Tiere, die im Süßwasser leben und vermutlich vom Amazonenstrom hierher getrieben wurden. Kleine, einen Meter lange Haie, unter dem Namen Pantoffelfisch bekannt, grau und weißlich, deren in mehreren Reihen stehende Zähne rückwärts gekrümmt sind. Fledermaus-Seeteufel, eine Art gleichschenkeliger Triangel, rötlich, einen halben Meter groß, mit einer fleischigen Verlängerung der Brustflossen, wodurch sie das Aussehen von Fledermäusen bekommen, und mit einem hornartigen Ansatz neben den Nasenlöchern, weshalb man sie Seeeinhorn benannte, einige Sorten Hornfische und anderes mehr. Von den Knochenfischen beobachtete ich eine große Menge, deren Aufzählung zu langwierig sein würde. Ich hebe daraus hervor Goldflosser, auf denen Silber und Goldglanz mit Rubin und Topasen sich mischen, phosphoreszierende Goldschwanzbrassen, hellrote Lippfische, 3 Dezimeter lange Sardinen mit lebhaftem Silberglanz. Besonders aber muss ich noch einen Fisch nennen, dessen Conseil noch lange Zeit gedenken wird. Unser Garn brachte einen sehr flachen Rochen, der vollkommen wie eine kreisrunde Scheibe geformt war und 20 Kilogramm wog. Er war oben weiß, unten rötlich mit großen tiefblauen, schwarz gerandeten Flecken, hatte eine sehr glatte Haut und eine zweilappige Flosse. Er zappelte auf der Plattform, versuchte durch krampfhafte Bewegungen wieder ins Meer zu kommen und war im Begriff, mit einem letzten Satze diesen Zweck zu erreichen. Da stürzte sich Conseil auf ihn und fasste ihn, ehe ich ihn noch abhalten konnte, mit beiden Händen. Aber plötzlich lag er zu Boden geworfen und streckte die Beine in die Luft. An der Hälfte seines Körpers gelähmt, schrie er, »Ach, mein Herr, zur Hilfe!« Unterstützt vom Kanadier hob ich ihn auf, und wir rieben ihn aus Leibeskräften. Als er wieder zum Bewusstsein kam, murmelte er mit gebrochener Stimme, »Klasse der Knorpelfische, Ordnung der Knorpelflosser, mit festen Kiemen, Unterordnung der Phosphoreszierenden, Familie der Rochen, Gattung der Zitterfische.« »Jawohl, lieber«, erwiderte ich, »ein Zitterfisch hat dich in den jämmerlichen Zustand versetzt.« »Ach, mein Herr kann mir's wohl glauben«, versetzte Conseil, »aber ich werde mich an diesem Tiere rächen.« »Und wie?« »Ich werde es aufzehren.« Dies tat er noch denselben Abend, aber nur zur Revanche, denn offen gestanden, er war zähe wie Leder. Es war ein Zitterfisch der schlimmsten Art, Lacumana, von dem Conseil getroffen wurde. Das seltsame Tier ist fähig, in einer so leitungsfähigen Umgebung, wie das Wasser es ist, mehrere Meter weit die Fische mit seinem Blitz zu treffen. So stark ist die Kraft seines elektrischen Organes, dessen beide Hauptoberflächen nicht weniger als 27 Quadratfuß messen. Am folgenden Tage, dem 12. April, kam der Nautilus in die Nähe der holländischen Küste, bei der Mündung des Maroni vorbei. Daselbst lebten einige Trupp Seekühe beisammen. Es waren Manati, welche gleich dem Dugong zur Ordnung der Sirenen gehörten. Diese schönen, friedlichen und unschädlichen Tiere, 6 bis 7 Meter groß,
mußten wenigstens 4000 Kilogramm wiegen. Ich belehrte Ned Land und Conseil, daß die Sorge der Natur diesen Säugethieren eine wichtige Rolle zugewiesen habe. Sie haben in der Tat, gleich den Robben, die Obliegenheit, die unterseeischen Wiesen zu beweiden und so die Anhäufung von Kräutern zu zerstören, welche die Mündung der tropischen Flüsse versperren. »Und wissen Sie«, fügte ich bei, »was erfolgt ist, seit die Menschen diese nützlichen Rassen fast ganz vernichtet haben? Die verfaulten Gewächse haben die Luft verpestet und das gelbe Fieber erzeugt, wodurch diese herrlichen Gegenden verödet werden. Die Giftpflanzen sind unter diesen Meeren der heißen Zone zahlreicher geworden. Und das Übel hat sich von der Mündung des Rio de la Plata bis nach Florida unwiderstehlich entwickelt.« »Und darf man Tuffenel glauben, so ist diese Plage noch unbedeutend gegen die, welche unsere Nachkommen treffen wird, wann die Walfische und Robben in diesen Meeren vertilgt worden sind. Dann werden sie, voll Polypen, Quallen, Kalmar, ungeheure Herde der Verpestung, weil es nicht mehr die weiten Magen gibt, welche von Gott beauftragt sind, die Oberfläche des Meeres abzuschäumen. Die Mannschaft des Nautilus, ohne jedoch diese Theorien zu verachten, erlegte ein halbes Dutzend dieser Manati. Es handelte sich in der Tat darum, die Vorratskammer mit einem vortrefflichen Fleisch, welches noch vorzüglicher ist als Ochsen- und Kalbfleisch, zu versorgen. Diese Jagd bot kein Interesse dar. Die Manati ließen sich ohne Widerstand erlegen. Einige tausend Kilo Fleisch, zum Trocknen bestimmt, wurden an Bord gebracht. Ebenso wurden durch einen reichen Fischfang die Vorräte vermehrt. Als der Fischzug vollendet war, näherte sich der Nautilus der Küste. Hier schliefen eine Anzahl Seeschildkröten auf der Oberfläche des Wassers. Es würde schwer gehalten haben, sich ihrer zu bemächtigen, da das geringste Geräusch sie aufweckt und ihr Schild sie gegen jede Harpune schützt. Aber mit Hilfe von Seeigeln, deren man einige im Garn gefangen hatte, gelang die Operation mit großer Sicherheit, denn dieses Tier ist wie eine Angel zu gebrauchen. Die Bootsleute des Nautilus befestigten an den Schwanz dieser Fische einen Ring, der weit genug war, um ihre Bewegungen nicht zu hindern, und an diesen Ring ein langes Tau, das mit dem anderen Ende an Bord fest war. Als die Tiere ins Meer geworfen wurden, fingen sie sogleich ihre Rolle an, schwammen hin und hingen sich an das Bauchschild der Schildkröten und hielten da mit solcher Zähigkeit fest, dass sie nicht mehr loszumachen waren. Man zog sie dann samt den Schildkröten an Bord. Auf diese Weise fing man einige Kakuanen, die 1 Meter lang waren und 200 Kilo wogen. Ihre Schilddecken, die mit großen, feinen, durchsichtigen, braun und weiß oder gelb gesprenkelten Plättchen besetzt sind, haben einen hohen Preis. Zudem sind sie essbar und von ausgezeichnetem Geschmack. Nach diesem Fang verließen wir den Amazonenstrom und stachen während der Nacht wieder in die hohe See. Ende von Teil 2, Kapitel 17. Teil 2, Kapitel 18 von 20.000 Meilen unter Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 18. Riesenpolypen. Einige Tage lang entfernte sich der Nautilus beständig von der amerikanischen Küste. Offenbar wollte er nicht in den mexikanischen Golf oder dem Meer der Antillen fahren. An Wassertiefe hätte es zwar dort nicht gemangelt, denn dieselbe beträgt durchschnittlich 1800 Meter, aber vermutlich gefiel diese Gegend dem Kapitän Nemo deshalb nicht,
weil sie mit Inseln besät und beständig von Booten befahren sind. Am 16. April bekamen wir Martinique und Guadeloupe in einer Entfernung von etwa 30 Meilen in Sicht. Eine Weile konnte ich ihre hohen Spitzberge sehen. Der Kanadier hatte darauf gerechnet, in dem Golf seine Pläne in Ausführung zu bringen, entweder indem er ans Land kam oder in eines der zahlreichen Boote, welche beständig von einer Insel zur anderen fuhren. Nun geriet er in große Verlegenheit. Das Entrinnen wäre leicht gewesen, wenn es Ned Land gelungen wäre, sich heimlich des Bootes zu bemächtigen, aber in hoher See war nicht mehr daran zu denken. Wir hatten, der Kanadier, Conseil und ich, darüber eine lange Unterredung. Seit 6 Monaten waren wir Gefangene an Bord des Nautilus. Wir hatten 17.000 Meilen zurückgelegt und, wie Ned Land sagte, man sah keinen Grund dafür, dass es ein Ende nehmen werde. Er machte mir daher einen Vorschlag, dessen ich mich nicht versehen hatte, nämlich an den Captain Nemo kategorisch die Frage zu richten, ob er im Sinn habe, uns ewig an seinem Bord festzuhalten. Ein solcher Schritt missfiel mir. Meiner Ansicht nach konnte er nicht zum Ziel führen. Man durfte nichts vom Kommandanten des Nautilus hoffen. Alles nur von uns selbst. Übrigens wurde dieser Mann seit einiger Zeit düsterer, zurückgezogener, weniger gesellig. Er schien mich zu meiden. Ich sah ihn nur in seltensten Fällen. Sonst macht es ihm Vergnügen, mir die unterseeischen Wunder auseinanderzusetzen. Jetzt überließ er mich meinen Studien und kam nicht mehr in den Salon. Welche Veränderung war mit ihm vorgegangen? Weshalb? Ich hatte mir nichts vorzuwerfen. Vielleicht war ihm unsere Anwesenheit an Bord lästig? Jedoch konnte ich nicht hoffen, dass er fähig sei, uns die Freiheit wiederzugeben. Ich bat daher Ned, mich überlegen zu lassen, bevor wir handelten. Wenn dieser Schritt keinen Erfolg hatte, so konnte derselbe seinen Argwohn wieder beleben, unsere Lage peinlicher machen und den Projekten des Kanadiers schaden. Ich fügte bei, dass wir uns in Beziehung auf unsere Gesundheit nicht im Mindesten zu beschweren hätten. Ausgenommen das harte Probestück der Eisdecke des Südpols, hatten wir uns niemals besser befunden, weder Ned, Conseil noch ich. Diese gesunde Nahrung, diese zuträgliche Atmosphäre ließen Krankheiten nicht aufkommen, und für einen Mann, dem die Erinnerung an das Land nichts vermissen ließ, für einen Captain Nemo, der hier seine Heimat hat, hingeht, wohin er will, der auf Wegen, welche für andere, nicht für ihn selbst, geheimnisvoll sind, auf sein Ziel zuschreitet, war mir eine solche Existenz begreiflich. Aber wir hatten mit der Menschheit nicht gebrochen. Ich meines Teils wollte nicht meine so merkwürdigen und so neuen Studien mit mir ins Grab nehmen. Jetzt war ich berechtigt, das wahre Buch über das Meer zu schreiben, und ich wünschte, dass dieses Buch lieber früher wie später erschiene. Auch hier, in diesen Gewässern der Antillen, 10 Meter unterhalb des Meeresspiegels, wenn ich durch die geöffneten Fenster sah, welche interessanten Produkte hatte ich in mein Tagebuch zu verzeichnen. Unter anderen Zoophyten waren da die bekannten Galeerenquallen, große, längliche Blasen mit Perlmuttglanz, mit blauen Fühlfäden, die gleich Seidenfäden herabhängend walten, reizende Medusen zum Anschauen, wahre Nesseln beim Anfühlen, indem sie eine ätzende Flüssigkeit träufeln ließen. Unter den Gliedertieren Ringwürmer von 1,5 Meter Länge, mit rosenfarbigem Rüssel und 1700 Fortbewegungsorganen, schlängelten sich unterm Wasser und warfen beim Vorbeifahren alle Strahlen des Sonnenspektrums. Unter den Fischen waren Rochen, 10 Fuß lang und 600 Pfund schwer, die bisweilen gleich einem dunklen Laden unsere Fenster deckten. 16 Dezimeter großes Komber, zur Gattung der großen Makrelen gehörig. Sodann in großen Schwärmen Meerbarben mit goldenem Streifen vom Kopf bis zum Schwanz. Wahre Juwelen, die schon von den römischen Damen besonders gesucht waren. Endlich Stacheldeckel mit smaragdenen Schnüren, in Samt und Seide gehüllt, zogen vor unseren Blicken gleich stattlichen Herren. Silberfarbige Mondfische stiegen am Horizont der Gewässer auf, gleich Monden im Silberschein ihres blassen Lichtes. Wie manche wunderhafte Musterstücke hätte ich noch beobachten können, wäre nicht der Nautilus allgemach in tiefere Schichten hinabgestiegen, bis zu 2000 und 3500 Meter,
wo das Tierleben nur noch durch Seesterne, reizende Medusenhäupter, Blutzähne und große Ufo-Mollusken repräsentiert war. Am 20. April waren wir wieder zu einer Höhe von durchschnittlich 1500 Fuß aufgestiegen. Das nächste Land war damals der Archipel der Lucayschen-Inseln, die an der Meeresfläche wie ein Haufen Pflastersteine liegen. Steile Felsen ragten da hoch unter dem Meere empor, gerad anstrebende Mauern aus angefressenen Steinblöcken in mächtigen Schichten aufgebaut. Dazwischen schwarze, dunkle Löcher, wohin unsere elektrischen Strahlen nicht durchdringen konnten. Diese Felsen waren mit starkem Gebüsch überzogen, riesenhafte Laminarien und Seetang, ein wahres Spalier von Wasserpflanzen, einer Riesenwelt entsprechend. Die kolossalen Pflanzen führten uns, Conseil, Ned und mich, im Gespräch auf die Riesentiere des Meeres. Etwa um 11 Uhr machte mich Ned Land auf ein fürchterliches Wimmeln in den großen Tankmassen aufmerksam. »Nun«, sagte ich, »da sind ja die wahren Polypenhöhlen, und es würde mich nicht eben wundern, wenn wir einige dieser Ungeheuer zu sehen bekämen.« »Wie«, sagte Conseil, »Kalmar, bloße Kalmar, von der Klasse der Kopffüßler?« »Nein«, sagte ich, »Meerpolypen von riesenhafter Größe. Freund Ned hat sich ohne Zweifel geirrt, denn ich sehe nichts.« »Das tut mir leid«, versetzte Conseil. »Ich möchte gerne so einem Ungeheuer ins Angesicht schauen, vor denen ich so viele Reden hörte, und die ja selber Schiffe in den Abgrund ziehen können. Diese Ungetüme, man heißt sie Krak.« »Krach genügt schon«, sagte der Kanadier ironisch. »Krakens«, entgegnete Conseil, ohne sich um die Scherze seines Kameraden zu kümmern. »Es wird mich nie jemand davon überzeugen«, sagte Ned Land, »dass es solche Tiere gibt.« »Warum nicht?«, erwiderte Conseil. »Wir haben ja auch an den Narwal meines Herrn geglaubt.« »Und wir haben nicht recht gehabt, Conseil.« »Allerdings, aber andere glauben gewiss noch daran.« »Vermutlich, Conseil, aber ich für meinen Teil gebe ganz entschieden die Existenz solcher Ungeheuer nicht eher zu, als bis ich sie eigenhändig zerlegt habe.« »Also«, fragte mich Conseil, »glaubt mein Herr nicht an Riesenpolypen?« »Wer den Teufel hat je daran geglaubt?«, rief der Kanadier. »Gar manche Leute, Freund Ned.« »Keine Fischer, Gelehrte vielleicht.« »Entschuldigen Sie, Ned, Fischer und Gelehrte.« »Aber ich«, sagte Conseil mit der ernstesten Miene von der Welt, »erinnere mich wohl gesehen zu haben, wie ein großes Fahrzeug von den Armen eines Kopffüßlers unter Wasser hinabgezogen wurde.« »Sie haben das gesehen?«, fragte der Kanadier. »Ja, Ned.« »Mit eigenen Augen?« »Mit meinen eigenen Augen.« »Wo, wenn's beliebt?« »Zu St. Malo«, erwiderte Conseil, ohne sich irre machen zu lassen. »Im Hafen?«, fragte Ned Land ironisch. »Nein, in einer Kirche.« »In einer Kirche«, schrie der Kanadier. »Ja, Freund Ned, ein Gemälde stellte den fraglichen Polypen dar.« »Gut«, sagte Ned Land mit hellem Lachen, »Herr Conseil hat mich zum Besten.« »Wirklich, er hat recht«, sagte ich. »Ich habe von diesem Gemälde reden hören, aber der dargestellte Gegenstand ist aus einer Legende genommen, und Sie wissen, was von Legenden in Hinsicht auf Naturgeschichte zu halten ist.« »Aber was ist denn Wahres an den Wundergeschichten?«, fragte Conseil. »Nichts, meine Freunde, wenigstens nichts über die Grenzen der Wahrscheinlichkeit hinaus, um bis zur Fabel oder Legende gesteigert zu werden. Ja doch, für die Einbildungskraft der Erzähler bedarf es, wo nicht einer Ursache, doch eines Vorwandes. Unleugbar gibt's Polypen und Kalmar von riesenhafter Größe. Doch sie sind immer nicht so groß als Walfische. Unsere Fischer sehen deren häufig, welche fast 2 Meter lang sind. Die Museen zu Triest und Montpellier haben 2 Meter große Skelette von Polypen. Übrigens hat ein solches Tier, das nur 6 Fuß groß ist, Fühlfäden von 27 Fuß Länge, und das reicht schon hin, um ein furchtbares Ungeheuer daraus zu machen.« »Fischt man sie noch heutigen Tages?«, fragte der Kanadier. »Wenn die Seeleute sie nicht fischen, so sehen sie doch solche. Einer meiner Freunde,
Der Kapitän Paul Bos zu Havre hat mir oft versichert, er habe in den indischen Meeren ein solches Ungeheuer von kolossaler Größe gesehen. Aber eine Tatsache zum Erstaunen, die keinen Zweifel mehr über die Existenz dieser Riesentiere lässt, ist vor einigen Jahren, 1861, vorgefallen. Was für eine Tatsache? Fragte Ned Land. Ich will die Begebenheit erzählen. Im Jahre 1861 bemerkte die Mannschaft des Aviso-Schiffes Alecton, nordöstlich von Teneriffa, ungefähr unter dem Breitengrade, wo wir uns jetzt befinden, ein Ungeheuer von Kalmar, das in diesen Gewässern schwamm. Der Kommandant Bouguer näherte sich dem Tiere, griff es mit der Harpune und der Flinte an. Ohne großen Erfolg, denn Kugel und Harpune drangen durch das Fleisch hindurch, das weich wie eine Gallerte ohne festen Kern ist. Nach mehreren fruchtlosen Versuchen gelang es den Leuten, eine Schlinge um den Körper der Molluske zu werfen. Diese Schlinge glitt bis zu den Schwanzflossen, wo sie festhielt. Darauf versuchte man, das Tier an Bord zu ziehen, aber sein Gewicht war so bedeutend, dass es beim Hinausziehen seinen Schwanz im Stiche ließ und ohne diese Zierde in den Wogen verschwand. »Das ist doch endlich eine Tatsache«, sagte Ned Land. »Eine unbestreitbare Tatsache, wackerer Ned. Man hat auch vorgeschlagen, diese Polypen Kalmar Bouguer zu nennen.« »Und wie groß war das Tier?«, fragte der Kanadier. »Maß es nicht etwa 6 Meter?« sagte Conseil, der am Fenster stehend wiederholt die Spalten der Küstenwand besah. »Gerade so viel«, erwiderte ich. »Waren nicht an seinem Kopf«, fuhr Conseil fort, 8 Fühlfäden, die sich wie eine Brut Schlangen über dem Wasser bewegten? »Gerade so.« »Waren nicht seine vorstehenden Augen von ansehnlicher Größe?« »Ja, Conseil.« »Glich nicht sein Maul einem Papageienschnabel, aber einem furchtbaren?« »Wirklich, Conseil.« »Nun denn, wenn's meinem Herrn beliebt«, versetzte ruhig Conseil, »ist das nicht der Kalmar Bouguer, so ist's doch ein Bruder desselben.« Ich sah Conseil an. Ned Land stürzte ans Fenster. »Das fürchterliche Tier«, rief er aus. Ich sah ebenfalls hin und konnte mich einer Bewegung des Widerwillens nicht erwehren. Vor meinen Augen bewegte sich ein grässliches Ungeheuer, das einen Platz in den Wunderlegenden verdiente. Es war ein Kalmar von kolossaler Größe, 8 Meter lang. Derselbe bewegte sich äußerst schnell rückwärts nach dem Nautilus zu, mit starrem Blick aus enorm großen Augen von graugrüner Farbe. Seine 8 Arme, oder vielmehr Füße, befanden sich am Kopfe, weshalb man dieser Gattung Tiere den Namen Kopffüßler gibt, waren von doppelter Größe wie der Leib und ringelten sich gleich Schlangen am Haupt der Furien. Deutlich konnte man 200 schröpfkopfartige Warzen erkennen, welche an der inneren Fläche der Fühlarme in Form von halbrunden Kapseln saßen. Diese legten sich mitunter am Fensterglas an, so dass sie einen luftleeren Raum bildeten. Das Maul des Ungeheuers, ein hornener Schnabel von Gestalt wie der eines Papageies, öffnete und schloss sich vertikal wie eine Blechschere. Aus dieser streckte es zischend eine Zunge von Hornsubstanz, welche ebenfalls mit mehreren Reihen spitzer Zähne besetzt war. Wie fantastisch! Eine Molluske mit Vogelschnabel! Sein spindelförmiger, in der Mitte aufgedunsener Leib bildete eine fleischige Masse, welche 20.000 bis 25.000 Kilogramm wiegen musste. Die Farbe des Tieres blieb sich nicht gleich, wechselte äußerst schnell, wenn es gereizt war, wobei sie von grauschwarzblau ins braunrötliche überging. Worüber geriet die Molluske in Zorn? Ohne Zweifel über die Anwesenheit dieses Nautilus, der stärker war und dem seine saugenden Arme oder sein Kinnladen nichts anhaben konnten. Und doch, was für Ungeheuer sind diese Polypen! Welche Lebenskraft hat der Schöpfer ihnen zugeteilt? Welche Kraft in den Bewegungen, denn sie sind im Besitz von 3 Herzen. Der Zufall hatte mich mit diesem Kalmar in Berührung gebracht, und ich wollte nicht die Gelegenheit vorüberlassen, dieses Musterstück von Kopffüßlern sorgfältig zu studieren. Ich überwand den widerwilligen Ekel, welchen mir sein Anblick erregte, ergriff einen Bleistift
und fing an, es abzuzeichnen. »Es ist vielleicht das nämliche Tier des Alecton«, sagte Conseil. »Nein«, erwiderte der Kanadier, »denn jenes hat seinen Schwanz verloren, und dieses ist damit noch versehen.« »Das gäbe keinen Grund ab«, entgegnete ich. »Arme und Schwanz erneuern sich bei diesen Tieren, und seit 7 Jahren hatte der Schwanz des Kalmar Bouguer wohl Zeit nachzuwachsen.« »Übrigens«, versetzte Ned, »ist's nicht der nämliche, so ist er doch von derselben Art und Gattung.« Wirklich zeigten sich andere Tiere dieser Art vor dem Fenster. Ich zählte ihrer 7. Sie gaben dem Nautilus das Geleit, und ich hörte, wie sie mit dem Schnabel am eisernen Schiffsrumpf kratzten. Also ein Geleite nach Wunsch. Ich setzte meine Arbeit fort. Die Ungetüme hielten sich so genau in unserem Wasser, dass sie unbeweglich schienen, und ich hätte sie am Fenster in Verkürzung abzeichnen können. Zudem fuhren wir langsamer. Plötzlich stand der Nautilus stille. Ein Stoß, und er zitterte in allen Fugen. »Sind wir gestrandet?«, fragte ich. »Jedenfalls«, erwiderte der Kanadier, »würden wir bereits wieder frei sein, denn wir sitzen nicht auf.« Der Nautilus war ohne Zweifel flott, fuhr aber nicht. Die Schraube war nicht in Tätigkeit. Nach einer Minute trat der Kapitän Nemo in Begleitung seines Leutnants in den Salon. Ich hatte ihn seit einiger Zeit nicht gesehen. Er sah verdrießlich aus. Ohne ein Wort zu reden, vielleicht ohne uns zu sehen, trat er ans Fenster, besah die Polypen und sagte einige Worte zu seinem Leutnant. Dieser ging hinaus. Alsbald wurden die Läden geschlossen, der Salon von oben erleuchtet. Ich trat zum Kapitän. »Eine merkwürdige Sammlung von Polypen«, sagte ich zu ihm mit dem unbefangenen Tone eines Beobachters vor dem Fenster eines Aquariums. »Es ist wahr, Herr Naturforscher«, erwiderte er, »und wir sind im Begriff, Mann gegen Mann Ihnen zu Leibe zu gehen.« Ich blickte den Kapitän an. Ich glaubte, ihn nicht recht verstanden zu haben. »Mann gegen Mann?«, wiederholte ich. »Ja, mein Herr, die Schraube steht stille. Ich glaube, dass der hornene Schnabel eines solchen Kalmars zwischen ihren Schaufeln steckt, so dass sie dadurch gehemmt ist.« »Und was wollen Sie tun?« »Zur Oberfläche aufsteigen und die ganze Brut vertilgen.« »Das ist schwierig.« »Allerdings. Die elektrischen Kugeln sind unwirksam gegen dieses weiche Fleisch, und sie finden nicht Widerstand genug, um zu platzen. Aber wir greifen sie mit dem Beil an.« »Und mit der Harpune, mein Herr«, sagte der Kanadier, »wenn Sie meinen Beistand nicht abweisen.« »Ich nehme ihn an, Meister Land.« »Wir wollen Sie begleiten«, sagte ich, und wir gingen in Gesellschaft des Kapitäns Nemo zur Mittelstiege. Hier standen 10 Mann mit Enterbeilen bewaffnet zum Angriff bereit. Auch ich, nebst Conseil, ergriff ein Beil. Ned Land nahm eine Harpune in die Hand. Der Nautilus befand sich damals auf der Oberfläche des Wassers. Einer der Bootsleute stand auf den obersten Sprossen und schraubte die Zapfen des Deckels auf. Aber die Schrauben waren kaum los, als der Deckel mit äußerster Gewalt aufgehoben wurde, offenbar von einem Polypenarme mit seinen Schröpfköpfen. Alsbald glitt einer dieser langen Arme gleich einer Schlange durch die Öffnung, und 20 andere ringelten sich oben. Der Kapitän Nemo hieb mit einem Beil den fürchterlichen Arm entzwei, der sich krümmend über die Treppenstufen rutschte. Im Moment, wo wir uns übereinander drängten, um auf die Plattform zu kommen, senkten sich 2 andere Arme, die Luft durchschneidend, auf den vor dem Kapitän Nemo stehenden Mann herab und hoben ihn mit unwiderstehlicher Gewalt in die Höhe. Der Kapitän schrie laut auf und schwang sich hinaus. Wir stürzten hinter ihm nach. Welche Szene! Der Unglückliche, von dem Fühlarm umschlungen und mit den Warzen festgehalten, wurde von dem enormen Rüssel nach Gelüsten in der Luft geschüttelt. Röchelnd, erstickend, rief er um Hilfe. Dieser Angstruf in französischer Sprache setzte mich in tiefe Bestürzung. Also hatte ich einen Landsmann an Bord, mehrere vielleicht. Diesen herzzerreißenden Ruf werde ich meinen Lebtag hören. Der Unglückliche war verloren. Wer vermochte ihn dieser erdrückenden Umschlingung zu entreißen?
Inzwischen hatte sich der Kapitän Nemo auf das Ungetüm gestürzt und ihm noch einen Arm mit dem Beile abgehauen. Sein Leutnant kämpfte wütend gegen andere Ungeheuer an den Seiten des Nautilus. Die Bemannung kämpfte mit Beilen. Der Kanadier, Conseil und ich hieben die Fleischmassen ein. Ein starker Moschusgeruch durchdrang die Atmosphäre. Es war schrecklich. Einen Augenblick glaubte ich, der unglückliche, von dem Ungeheuer umschlungene Mann werde dem gewaltigen Aussaugen entrissen werden. Sieben von den acht Armen waren abgehauen. Ein einziger nur, der das Opfer schwang, wie eine Feder, krümmte sich noch in der Luft. Aber in dem Augenblick, da der Kapitän Nemo und sein Leutnant sich auf ihn stürzten, strömte das Tier einen Strahl schwarzer Flüssigkeit, welches in einem Beutel an seinem Unterleibe absonderte, uns entgegen. Wir wurden dadurch wie blind. Als diese Wolke sich zerstreute, war der Kalmar verschwunden, samt meinem unglücklichen Landsmanne. Wir fielen nun wütend über die Ungeheuer her, gerieten außer uns. 10 bis 12 Polypen hatten die Plattform und die Seiten des Nautilus angefallen. Wir purzelten durcheinander inmitten der verstümmelten Schlangen, die auf der Plattform in einer Lache von Blut und Tinte zappelten. Es schien, als wüchsen die klebrigen Fühlhörner wie die Köpfe der Hydra wieder auf. Ned Lands Harpune tauchte bei jedem Stoß in die graugrünen Augen der Kalmar und bohrte sie aus. Aber plötzlich wurde mein kühner Genosse von den Armen eines Ungeheuers, welchen er nicht ausweichen konnte, zu Boden geworfen. Ach, mein Herz wollte brechen, vor Rührung und Grausen. Schon öffnete sich der fürchterliche Schnabel des Tieres über Ned Land, um den Unglücklichen zu zerreißen. Ich stürzte zu seinem Beistande herbei. Aber der Kapitän Nemo war mir schon zuvorgekommen. Sein Beil verschwand zwischen den enormen Kinnbacken, und der Kanadier, wie durch ein Wunder gerettet, richtete sich auf und tauchte seine Harpune tief bis ins dreifache Herz des Polypen. »Diese Revanche war ich mir schuldig«, sagte der Kapitän Nemo zu dem Kanadier. Ned verbeugte sich ohne Antwort. Dieser Kampf hatte eine Viertelstunde lang gedauert. Die Ungeheuer, überwältigt, verstümmelt, zu Tode getroffen, räumten uns endlich den Platz und verschwanden unter den Wellen. Der Kapitän Nemo, in Blut gebadet, unbeweglich neben dem Fanal, sah ins Meer hinaus, welches einen seiner Gefährten verschlungen hatte, und dicke Tränen quollen aus seinen Augen. Ende von Teil 2, Kapitel 18. Teil 2, Kapitel 19, von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter dem Meer, von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 19. Der Golfstrom. Diese fürchterliche Szene des 20. April wird niemand von uns je vergessen können. Ich habe sie unter dem Eindruck heftigster Gemütsbewegung niedergeschrieben und später durchgesehen. Meine Darstellung ist völlig genau, aber ausreichend als Schilderung nicht. Der Schmerz des Kapitän Nemo war unermesslich. Nun hatte er schon den zweiten Genossen an Bord verloren. Und was für ein Tod! Zerdrückt, erstickt, zerfleischt von dem Ungeheuer, sollte er nicht auf dem stillen Friedhof des Korallenreiches seine Ruhestätte finden. Mir war das Verzweiflungsgeschrei des Unglücklichen herzzerreißend gewesen. Die Todesangst hatte seine Muttersprache verraten. Ich hatte also einen Heimatgenossen unter der, dem Kapitän Nemo mit Leib und Seele verbundenen Mannschaft. War er der einzige Repräsentant Frankreichs in der aus verschiedenen Nationalitäten gemischten Gesellschaft? Ein ungelöstes Rätsel, das mich unablässig quälte. Der Kapitän Nemo zog sich in sein Zimmer zurück, und ich bekam ihn einige Zeit lang nicht zu sehen. Aber dass er traurig, verzweifelt, unentschlossen sein musste, gab mir das Fahrzeug, dessen Seele er war, zu erkennen.
Der Nautilus fuhr nicht mehr in einer bestimmten Richtung, sondern hin und her streifend, gleich einem Leichnam dem Spiel der Wellen überlassen. Seine Schraube war wieder frei, und doch gebrauchte er sie kaum, segelte aufs Geradewohl. So verliefen 10 Tage. Erst am 1. Mai setzte der Nautilus, nachdem er die Lucayschen Inseln bis zur Mündung des Bahama-Kanals in Sicht bekommen, entschieden in nördlicher Richtung seine Fahrt fort. Wir folgten darauf dem Laufe des Golfstromes, des größten Flusses im Meere, der seine Ufer, seine eigene Temperatur und Fische hat. Es ist in der Tat ein Fluss, der mitten im Atlantischen Ozean selbstständig fließt, ohne dass sein Wasser mit dem des Ozeans sich mischt. Dieser Fluss hat mehr Salzgehalt als das umgebende Meer. Seine durchschnittliche Tiefe beträgt 3000 Fuß, seine mittlere Breite 60 Meilen. An manchen Stellen fließt er mit einer Schnelligkeit von 4 Kilometer die Stunde. Der unveränderliche Umfang seiner Gewässer ist bedeutender als der aller Flüsse der Erde. Die wahre Quelle des Golfstromes, wie sie der Kommandant Maury erkannte, sein Ausgangspunkt, wenn man will, liegt im Golf von Gascogne. Hier fangen seine Gewässer an Temperatur und Farbe noch schwach sich zu bilden an. Er fließt südwärts längs der afrikanischen Küste, wärmt seine Fluten in den Strahlen der heißen Zone, dann quer durch das Atlantische bis zum Kap San Roque an der brasilischen Küste, wo er sich in 2 Arme teilt, von welchen der eine in dem Antillenmeer noch satter sich zu erwärmen trachtet. Nun beginnt der Golfstrom, welcher die Bestimmung hat, das Gleichgewicht zwischen den Temperaturen herzustellen und die tropischen Wasser mit den nördlichen zu mischen, seine ausgleichende Rolle. Mit gesteigerter Wärme zieht er aus dem mexikanischen Golf nordwärts den amerikanischen Küsten zu bis zu Newfoundland, beugt beim Andrang der kalten Strömung aus der Davisstraße von jener Richtung ab und fließt wieder dem Ozean zu, indem er auf einem der großen Kreise der loxodromischen Linie folgt, teilt sich unter dem 43. Grade in 2 Arme, wovon der eine, unterstützt von den Passatwinden, zu dem Golf von Gascogne und den Azoren zurückkehrt, und der anderen, nachdem er die laue Temperatur der Küsten Islands und Norwegen veranlasst, bis über Spitzbergen hinaus, wo seine Wärme bis auf 4 Grad herabsinkt, fortstürmt und das freie Meer des Polarlandes bildet. Auf diesem Strome des Ozeans fuhr damals der Nautilus. Da, wo derselbe aus dem Bahama-Kanal herauskommt, bei 14 Lewis Breite und 350 Meter Tiefe, fließt der Golfstrom im Verhältnis von 8 Kilometer die Stunde. Diese Schnelligkeit nimmt regelmäßig ab im Verhältnis, wie er weiter nördlich kommt, und es ist zu wünschen, dass diese Regelmäßigkeit fortbestehe, weil, wenn, wie man zu bemerken glaubte, seine Schnelligkeit und Richtung sich ändern sollten, die europäischen klimatischen Störungen ausgesetzt wären, deren Folgen nicht zu berechnen sind. Gegen Mittag befand ich mich mit Conseil auf der Plattform und teilte ihm die Eigentümlichkeiten des Golfstromes mit. Darauf lud ich ihn ein, seine Hände in die Strömung zu tauchen. Conseil folgte und war sehr erstaunt, dass er gar kein Gefühl von Wärme oder Kälte empfand. Dies kommt daher, sagte ich ihm, dass der Wärmegrad des Wassers des Golfstromes beim Herausfließen aus dem mexikanischen Golf wenig von der Blutwärme verschieden ist. Der Golfstrom ist ein großer Wärmeleiter, welcher den Küsten Europas es möglich macht, sich mit ewigem Grün zu schmücken. Und will man Maury Glauben schenken?
so würde die Wärme dieses Stromes vollständig benutzt, hinlänglich Wärmestoff liefern, um seinen Strom von geschmolzenem Eisen, so groß wie der Amazonenstrom oder Missouri, in Fluss zu erhalten. In diesem Augenblicke betrug die Schnelligkeit des Golfstromes 2,25 Meter in der Sekunde. Sein Wasser ist dergestalt von dem umgebenden Meere geschieden, dass es zusammengedrückt über den Ozean vorragt und ein anderes Niveau als das kalte Wasser annimmt. Außerdem sticht es, dunkel und reicher an Salzgehalt, durch seine rein indigoblaue Farbe von der grünen der umgebenden Wasser ab. Bei Nacht ist es stark phosphoreszierend. Dieser Strom zieht eine ganze Welt lebender Wesen mit sich fort. Die Argonauten wandern da scharenweise. Rochen finden sich von 25 Fuß Länge und eine kleine Art Haifische, 1 Meter lang, mit mehreren Reihen spitzer Zähne. In der unzähligen Menge von Knochenfischen sind manche eigentümliche, darunter eine Art Lippfische, die in allen Regenbogenfarben schimmernd mit den schönsten Vögeln der Tropengegenden wetteifern und der sogenannte amerikanische Ritter, ein schöner Fisch, der sich ausnimmt, als sei er mit allen Ordensbändern der Welt geschmückt. Am 8. Mai befanden wir uns nach dem Kap Hatteras gegenüber, auf der Höhe der Nordkarolinen, wo der Golfstrom 75 Meilen breit und 210 Meter tief ist. Der Nautilus fuhr fortwährend und steht aufs Geradewohl. Es schien jeder Überwachung zu fehlen. Unter diesen Umständen konnte ein Entweichen gelingen, und die bewohnten Uferlande boten überall leichter zur Flucht. Das Meer war unablässig von zahllosen Dampfern und kleinen Goelettern, welche den Küstenverkehr besorgen, befahren, wo man Aufnahme zu finden hoffen konnte. Obwohl die Küste noch 30 Meilen entfernt, war diese Gelegenheit doch günstig. Aber die sehr ungünstige Witterung machte doch die Ausführung der Pläne des Kanadiers durchaus unmöglich. Gewitter sind in diesen Strichen sehr häufig, und es ist da eine eigentliche Heimat der Wasserhosen, welche eben durch den Golfstrom erzeugt werden. Diese Meere mit einem zerbrechlichen Kahne dort zu bieten, war sicheres Verderben. Ned Land sah dies selbst ein und gab sich darein, ungeachtet eines bis zur Wut gediehenen Heimwehs, welches nur durch die Flucht zu heilen war. »Mein Herr«, sagte er zu mir in diesen Tagen, »es muss jetzt ein Ende haben, mein Gemüt muss davon frei werden. Ihr Nemo entfernt sich wieder vom Lande, umstauert dem Norden zu. Aber ich habe am Südpol Saat bekommen und werde zum Nordpol nicht folgen. Was ist zu machen, Ned, da ein Entweichen in diesem Moment unausführbar ist? Ich komme wieder auf meinen Gedanken, dass man mit dem Kapitän reden muss. Als wir in den Meeren ihrer Heimat uns befanden, haben sie geschwiegen. Jetzt, da wir meiner Heimat nahe sind, will ich reden. In einigen Tagen wird der Nautilus auf der Höhe Neuschottland sein, wo sich bei Neufundland eine weite Bai öffnet, worin der St. Lawrence mündet, mein heimatlicher Fluss, woran meine Geburtsstadt liegt. Wenn ich daran denke, steigt mir die Wut ins Gesicht und meine Haare stehen zu Berge. Wissen Sie, mein Herr, ich stürze mich lieber ins Meer. Ich bleibe nicht hier. Der Kanadier hatte offenbar die Geduld gänzlich verloren. Seine lebenskräftige Natur konnte sich nicht in die stets fortgesetzte Gefangenschaft fügen. Seine Gesichtszüge änderten sich, sein Charakter wurde täglich finsterer. Ich fühlte, wie er leiden musste, denn auch mich befiel das Heimweh. Fast 7 Monate waren verflossen, ohne dass wir irgendetwas vom Lande gehört hatten. Ferner die Absonderung des Kapitän Nemo, sein veränderter Humor,
besonders seit dem Kämpfe mit den Ungeheuern, seine Schweigsamkeit, alle ließ mich die Dinge in ganz anderem Licht ansehen. Mein Enthusiasmus der ersten Tage war vorüber. Nur ein Flammländer wie Conseil konnte sich in diese Lage fügen. Nun, mein Herr, fuhr Ned Land fort, als ich nicht antwortete. Nun, Ned, Sie wollen, dass ich den Kapitän Nemo um seine Absichten in Hinsicht auf uns befrage? Ja, mein Herr. Und das, obwohl er sie bereits zu erkennen gegeben hat? Ja, ich will nun ein für allemal darüber im Reinen sein. Sprechen Sie nur für mich allein, wenn Sie wollen. Aber ich treffe ihn selten. Er meidet mich sogar. Umso mehr Grund, ihn aufzusuchen. Ich will ihm die Frage stellen, Ned. Wann? Fragte der Kanadier dringend. Wenn ich ihn treffen werde? Herr Aronnax, wollen Sie, dass ich ihn selbst aufsuche? Nein, lassen Sie mich gewähren. Morgen? Heute noch, sagte Ned Land. Meinetwegen. Heute will ich ihn aufsuchen, erwiderte ich dem Kanadier. Denn, wenn er selbst handelte, würde er gewiss alles verdorben haben. Ned ließ mich allein. Da ich zu fragen beschlossen hatte, so wollte ich unverzüglich damit ins Reine kommen. Besser getan, als noch zu tun. Ich begab mich auf mein Zimmer. Hier hörte ich den Kapitän auf und ab gehen. Diese Gelegenheit, ihn zu treffen, dürfte ich nicht vorüberlassen. Ich klopfte an seine Türe. Keine Antwort. Ich klopfte abermals, drehte die Schlenker und die Türe öffnete sich. Ich trat ein. Der Kapitän war über seinen Arbeitstisch gebeugt. Er hatte mich nicht gehört. Entschlossen, nicht ohne ihn zu fragen, wieder fortzugehen, trat ich zu ihm heran. Er hob den Kopf rasch, runzelte die Stirne und fuhr mich ziemlich barsch an. »Sieh hier, was wollen Sie von mir?« »Mit Ihnen reden, Kapitän.« »Aber ich bin beschäftigt, mein Herr. Habe zu arbeiten. Gönnen Sie mir doch auf diese Freiheit, allein zu sein?« welche ich Ihnen lasse. Ein wenig ermutigender Empfang. Aber ich war entschlossen, alles anzuhören, um auf alles zu antworten. Mein Herr, sagte ich kalt, ich habe mit Ihnen etwas zu reden, was sich nicht aufschieben lässt. Und was, mein Herr? Erwiderte er ironisch. Haben Sie eine Entdeckung gemacht, die mir entgangen ist? Sind Sie auf neue Geheimnisse des Meeres gekommen? Unsere Rechnung stimmte bei weitem nicht überein. Aber ehe ich noch antworten konnte, zeigte er mir ein auf dem Tische liegendes Manuskript und sprach in ernstem Tone. Hier, Herr Aronnax, ein Manuskript in mehreren Sprachen. Es enthält eine Übersicht meiner Studien über das Meer, und wenn Gott will, soll es nicht mit mir zugrunde gehen. Dieses Manuskript, von mir unterzeichnet, samt einem Abriss meiner Biographie, soll in ein kleines, unversenkbares Geräte verschlossen werden. Wer von uns an Bord des Nautilus die anderen überlebt, soll dasselbe ins Meer werfen, dass es die Wellen tragen, wohin sie treiben. Der Name dieses Mannes, sein selbstverfasste Lebensgeschichte, sein Geheimnis sollten also dereinst enthüllt werden? Doch im Augenblick sah ich in dieser Mitteilung nur einen Anlass, auf meinen Gegenstand zu kommen. Kapitän, erwiderte ich kann die Idee, welche Sie dazu bestimmt, nur billigen. Die Frucht Ihrer Studien darf nicht verloren gehen. Aber das Mittel, welches Sie anwenden,
scheint mir etwas naiv. Wer weiß, wohin die Winde dieses Geräte treiben werden? In welche Hände es geraten wird? Ließe sich dafür nichts Besseres finden? Könnte nicht Sie oder einer der Ihrigen? Nein, mein Herr, sagte lebhaft der Kapitän, mich unterbrechend. Aber ich und meine Genossen sind bereit, dies Manuskript aufzubewahren, und wenn Sie uns die Freiheit geben... Die Freiheit, sagte der Kapitän Nemo und stand auf. Ja, mein Herr, und deshalb kam ich, Sie zu befragen. Nun sind wir bereit 7 Monate an Ihren Bord, und ich frage Sie heute in meiner Genossen und eigenen Namen, ob Ihre Absicht ist, uns ewig hier festzuhalten. Herr Aronnax, sagte der Kapitän Nemo, ich antworte Ihnen heute wie vor 7 Monaten. Wer in den Nautilus hineinkommt, darf ihn nicht wieder verlassen. Die Sklaverei wollen Sie uns also auferlegen. Nennen Sie es, wie Sie belieben. Aber überall bleibt dem Sklaven das Recht, sich seine Freiheit wieder zu verschaffen. Er darf alle Mittel, die sich ihm darbieten, für die richtigen halten. Wer versagt Ihnen dieses Recht? Erwiderte der Kapitän. Habe ich je daran gedacht, Sie durch einen Eid zu binden? Der Kapitän blickte mich an und kreuzte die Arme. Mein Herr, es würde weder Ihnen noch mir behagen, nochmals über den Gegenstand zu reden. Da wir aber nun einmal davon zu reden angefangen haben, so lassen Sie uns denselben fertig besprechen. Ich wiederhole Ihnen, es handelt sich nicht bloß um meine Person. Für mich ist das Studium eine Stütze, eine Ableitung, eine Neigung, eine Leidenschaft, die mich alles vergessen lassen kann. Wie Sie bin ich imstande, ungekannt im Dunkeln zu leben, mit der unsicheren Hoffnung, das Ergebnis meiner Arbeiten dereinst, vermittelst eines zweifelhaften den Wellen und Winden preisgegebenen Gerätes der Zukunft zu vermachen. Ich kann Sie bewundern, Ihnen ohne Unlust folgen. Aber ich sehe Ihr Leben von Verwicklungen umgeben, die uns fremd sind, und so viel wir auch Teilnahme hegen für Ihr Genie und Ihren Mut. Wir fühlen uns hier fremd in Beziehung auf alles, was Sie betrifft. Und dies macht unsere Lage unerträglich, unmöglich, selbst für mich, geschweige für Ned Land. Haben Sie sich gefragt, was Freiheitsliebe, Hass gegen Sklaverei für Racheentwürfe in einer Natur wie die des Kanadiers hervorrufen, was er denken, planen, versuchen kann? Hier brach ich ab. Der Kapitän Nemo stand auf. Ned Land, sprach er, mag denken, planen, versuchen, was er will. Was liegt mir daran? Ich habe ihn nicht aufgesucht. Ich halte ihn nicht zu meinem Vergnügen an meinem Bord. Sie, Herr Aronnax, können alles begreifen, selbst das Schweigen. Ich habe Ihnen nichts weiter zu erwidern. Lassen Sie dieses erste Wort, welches Sie über diesen Gegenstand führten, auch das letzte sein, denn ein andermal würde ich Sie nicht einmal anhören. Ich zog mich zurück. Von diesem Tage an war unsere Lage sehr gespannt. Ich hinterbrachte meinen Gefährten den Inhalt unserer Unterredung. Wir wissen jetzt, sagte Ned Land, dass wir von diesem Manne nichts zu erwarten haben. Der Nautilus kommt jetzt in die Nähe von Long Island. Wir wollen entfliehen, trotz allem Unwetter. Aber das Wetter wurde immer drohender. Die Vorzeichen eines bevorstehenden Orkans gaben sich kund. Die Atmosphäre wurde weißlich, milchfarben. Statt seiner Wolkengaben sah man am Horizont Schichten sich aufhumenden Gewölkes. Niedriger zog anderes in reisender Flucht. Das Meer schwoll an in hohlen Wogen. Die Vögel verschwanden, mit Ausnahme der Sturmvögel.
Das Barometer sank bedeutend und zeigte in der Luft eine äußerte Spannung der Dünste. Die Mischung im Wetterglas zerfetzte sich unter Einwirkung der Elektrizität, wovon die Atmosphäre durchdrungen war. Der Kampf der Elemente stand nahe bevor. Das Gewitter kam im Laufe des 18. Mai zum Ausbruch, gerade als der Nautilus auf der Höhe von Long Island fuhr, einige Meilen von den engen New Yorks. Der Kapitän Nemo, anstatt in der Tiefe des Meeres dem Stürmer auszuweichen, zog es mit unbegreiflicher Laune vor, demselben auf der Oberfläche Trott zu bieten. Der Wind wehte aus Südwest. Anfangs sehr frisch, das heißt mit einer Geschwindigkeit von 15 Meter in der Sekunde, und stieg gegen 3 Uhr nachmittags bis auf 25 der Ziffer des Stürmes. Der Kapitän Nemo, gegen die Windstöße unerschütterlich, nahm seinen Platz auf der Plattform. Um dem andringenden Ungeheuer Wogen widerstehen zu können, hatte er sich mit halbem Körper angebunden. Ich folgte seinem Beispiel, um diesen Sturm zu bewundern und zugleich den unvergleichlichen Mann, welcher ihm Trotz bot. Das entfesselte Meer wurde von großen Fetzen gewölkt, das in seine Fluten tauchte, wie mit Besen gefegt. Von den kleinen mittleren Wellen, welche sich innerhalb der großen Höhlungen bilden, sah ich nichts mehr. Nichts als lange rußfarbige Wogen, die so dicht sind, dass sich ihre Spitze nicht bricht. Die Namen an Höhe so türmten sich gegeneinander auf. Der Nautilus, bald auf der Seite liegend, bald wie ein Mast sich aufbäumend, schwankte und stampfte fürchterlich. Gegen 5 Uhr fiel ein Regen gleich einem reißenden Bergstrom. Aber es stillte weder den Wind noch das Meer. Der Orkan brach los mit einer Schnelligkeit von 45 Meter die Sekunde, das heißt bei 40 Lewis in der Stunde. Bei solcher Stärke reißt er Häuser zu Boden, schleudert die Dachziegel durch die Türen, zerbricht eiserne Gitter, rückt 24 Pfünder Kanonen von ihrer Stelle. Der Nautilus trotzte diesem Stürmer und rechtfertigte das Wort eines geschickten Ingenieurs. Ein Schiff ist nicht richtig gebaut, wenn es nicht dem Meer Trotz bieten kann. Es war nicht ein Fels, den solche Wogen zertrümmert hätten. Es war eine Spindel von Stahl, folgsam und beweglich, ohne Takelwerk und Master, gefahrlos ihrer Wut trotzend. Inzwischen beobachtete ich achtsam diese entfesselten Wogen. Sie waren bis 15 Meter hoch bei einer Länge von 150 bis 175 Meter, und die Geschwindigkeit, womit sie sich fortschoben, der des Windes zur Hälfte entsprechend, betrug 15 Meter in der Sekunde. Ihr Umfang und ihre Stärke wuchsen mit der Tiefe der Gewässer. Die Stärke des Sturmes nahm beim Herannahen der Nacht zu. Das Barometer sank bis auf 710 Millimeter. Mit dem Sinken des Tages gewahrte ich am Horizont ein großes Schiff, das fürchterlich ankämpfte. Es war wohl ein Dampfer der Linie New York, Liverpool und Havre. Um 10 Uhr abends war der Himmel wie in Feuer und Flammen, die Atmosphäre von Blitzen durchzuckt. Ich konnte den blendenden Glanz derselben nicht aushalten, während der Kapitän Nemo mit unverwandtem Blick die Seele des Sturmes in sich einzuatmen schien. Ein entsetzliches Getöse fühlte die Luft, ein zusammengesetztes aus dem Tosen der gebrochenen Wellen, dem Heulen des Sturmwinds, dem Rollen des Donners. Der Wind sprang von allen Seiten des Horizonts über. Ja, dieser Golfstrom rechtfertigt wohl die Benennung König der Stürme. Er verursacht die fürchterliche Wirbelwinde durch die Verschiedenheit der Temperatur der Luftschichten, welche über seiner Strömung sich befinden.
Auf den Blattsegen folgte ein Feuerregen. Die Wassertropfen verwandelten sich in leuchtende Strahlenbüschel. Man hätte meinen sollen, der Kapitän Nemo, nach einem Tode trachtend, der seiner würdig wäre, wolle vom Blitz getroffen werden. Bei einer erschrecklichen Stampfbewegung streckte der Nautilus seinen stählernen Schnabel in die Höhe gleich dem Schaft eines Blitzableiters, und ich sah lange Funken aus ihm sprühen. Erschöpft an Kräften rutschte ich auf plattem Leibe der Luke zu, öffnete und stieg hinab in den Salon. Das Gewitter war eben auf dem Höhepunkt seiner Stärke. Im Inneren des Nautilus war es unmöglich, sich auf den Beinen zu halten. Der Kapitän Nemo erschien gegen Mitternacht wieder. Ich hörte, wie die Behälter sich allmählich füllten, und der Nautilus tauchte gemach unter die Oberfläche der Wellen. Durch die unverdeckten Fenster des Salons sah ich große Fische voll Bestürzung, die gleich Phantomen in den feurigen Gewässern schwammen. Einige wurden von meinen Augen von Blitz getroffen. Der Nautilus senkte sich fortwährend. Ich dachte, er werde in einer Tiefe von 15 Meter wieder ruhiges Wasser finden. Nein, die oberen Schichten waren zu gewaltig aufgeregt. Man musste die Ruhe bis in der Tiefe von 50 Meter aufsuchen. Da aber, welche Ruhe, welche Stille, welche friedliche Umgebung! Wer hätte denken können, dass damals auf der Oberfläche dieses Ozeans ein furchtbarer Orkan sich entfesselte? Ende von Teil 2, Kapitel 19. Teil 2, Kapitel 20 von 20.000 Meilen unterm Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Gesine. 20.000 Meilen unterm Meer von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 20. Unter 47 Grad 24 Minuten Breite und 17 Grad 28 Minuten Länge. Infolge dieses Sturmes waren wir östlich zurückgeworfen worden. Jede Hoffnung, auf die Landungsstellen von New York oder St. Lawrence zu entrinnen, schwand. Der arme Ned in Verzweiflung entzog sich, gleich dem Kapitän Nemo, der Gesellschaft. Conseil und ich, wir blieben unzertrennlich. Ich habe gesagt, der Nautilus sei in östliche Richtung gefahren, genauer hätte ich gesagt in nordöstlicher. Einige Tage lang fuhr er unstet, bald an der Oberfläche, bald unterhalb, mitten in den Nebeln, welche den Seefahrern so furchtbar sind. Sie entstehen hauptsächlich durch das Auftauen des Eises, welches in der Atmosphäre eine ausnehmende Feuchtigkeit fortwährend unterhält. Wie viele Fahrzeuge gingen in diesen Strichen zugrunde, als sie im Begriff waren, die unsicheren Feuer der Küste zu erkennen? Welche Unglücksfälle werden durch diese dichten Nebel verursacht? Wie manche scheiterten an diesen Klippen, deren Brandung vor dem Getöse des Windes nicht gehört wurde? Wie viele Fahrzeuge stießen zusammen, trotz den Leuchtfeuern, trotz den Warnungen ihrer Pfeifen und ihrer Alarmglocken? Daher bot auch der Meeresgrund hier den Anblick eines Schlachtfeldes, wo von Trümmern bedeckt die vom Ozean geforderten Opfer lagen, mit Schiffen und Geräte, Fahrzeuge aller Art, die mit Mann und Maus untergegangen, mit den Massen von Auswanderern an den gefährlichen Stellen wie Cap Race, Insel St. Paul, Straße Belle-Île, Mündung des St. Lawrence. Der Nautilus fuhr mitten durch diese Trümmer, als wie zu einer Totenschau. Am 15. Mai befanden wir uns am Südende der Newfoundlander Bank. Diese ist ein Produkt der Anschwemmungen des Meeres, eine beträchtliche Anhäufung organischer Abfälle, welche teils durch den Golfstrom vom Äquator her, teils durch die längs der amerikanischen Küste laufende Gegenströmung kalten Wassers vom Nordpol herbeigeschwemmt werden. Hier häufen sich die durch den Eisgang beigeführten Treibeisblöcke, und es hat sich da eine ungeheure Totenstätte für Fische, Mollusken und Zoophyten gebildet, welche dort myriadenweise zugrunde gehen. Die Meerestiefe ist an dieser Bank nicht bedeutend, beträgt höchstens einige hundert Ellen.
aber nach Süden zu bildet sie plötzlich eine tiefe Einsenkung, ein 3000 Meter tiefes Loch. Hier erweitert sich der Golfstrom. In dieser Ausbreitung seiner Gewässer verliert er an Geschwindigkeit und Temperatur, aber er wird zu einem Meer. Ich übergehe hier die Menge der schönen oder seltenen Fische, welche der Nautilus in diesen Strichen aufscheuchte, um mich etwas bei dem Kabeljau aufzuhalten, der hier in unerschöpflicher Menge seinen Lieblingsaufenthalt hat. Man könnte den Kabeljau einen Bergfisch nennen, denn Newfoundland ist nur ein unterseeisches Gebirge. Als der Nautilus durch ihre dicht gedrängten Massen fuhr, machte Conseil die Bemerkung: »Ei, die Kabeljaue! Ich meinte, sie seien platt, wie die Klischen und Sohlen.« »Wie naiv«, erwiderte ich, »die Kabeljaue sind platt beim Krämer, wo sie ausgenommen und zum Verkauf ausgelegt sind, aber im Wasser sind sie rund, wie die Seebarben.« »Ich will's glauben, mein Herr«, versetzte Conseil, »aber welch Gewimmel, welch Schwärme!« »Ei, mein Freund, es gäbe deren noch weit mehr, hätten sie nicht die Menschen und die Seeskorpionen zu Feinden. Weißt du, wie viele Eier man in einem einzigen Weibchen gezählt hat?« »Ich will mal tüchtig raten«, sagte Conseil. 500.000. 11 Millionen, mein Freund.« 11 Millionen? Das lasse ich nicht gelten, wenn ich sie nicht selbst zähle.« »Zähle nur immer, Conseil, aber du wirst schneller fertig, wenn du mir glaubst. Übrigens werden sie von Franzosen, Engländern, Amerikanern, Dänen, Norwegern zu Tausenden weggefischt. Man verzehrt sie in unglaublicher Menge, und wäre nicht die Fruchtbarkeit dieser Fische so erstaunlich, so wären diese Meere bald entvölkert. So sind allein in England und Amerika 75.000 Mann auf 5.000 Schiffen mit dem Fang des Kabeljaus beschäftigt. Jedes Schiff liefert deren durchschnittlich 40.000, das macht 25 Millionen. An den norwegischen Küsten dasselbe Ergebnis. »Gut«, erwiderte Conseil, »ich will mich auf meinen Herrn berufen und das Zählen unterlassen.« »Was denn?« »Die 11 Millionen Eier.« Aber ich will die Bemerkung machen, dass, wenn alle diese Eier ausschlüpften, 4 Kabeljauweibchen genug wären, um England, Amerika und Norwegen zu versorgen. Während wir am Grund der Bank von Newfoundland herfuhren, sah ich genau die langen, mit 200 Angeln versehenen Schnüre, welche jedes Boot zu Dutzenden auswirft. Jede Schnur am einen Ende vermittelst eines kleinen Hakens fortgezogen, war durch eine Leine, die an einer Korkboje befestigt wurde, an der Oberfläche festgehalten. Der Nautilus musste inmitten dieses unterseeischen Netzes gut manövrieren. Übrigens verweilte er nicht lange in diesen bevölkerten Gegenden. Er fuhr bis zum 42. Breitegrad hinauf, der Höhe von Saint-Jean-de-Terre-Neuve und von Heart's Content, wo der transatlantische Kabel endigt. Von da an richtete er seine Fahrt östlich, als wolle er der telegraphischen Hochfläche folgen, worauf der Kabel ruht. Am 17. Mai, als wir etwa 500 Meilen von Heart's Content entfernt waren, bemerkte ich in einer Tiefe von 2800 Meter den auf dem Boden liegenden Kabel. Conseil, dem ich nichts davon zum Voraus gesagt hatte, nahm ihn anfangs für eine Riesenschlange. Ich belehrte ihn über die Sache näher, wie folgt. Der erste Kabel wurde in den Jahren 1857 und 1858 gelegt, aber nachdem er etwa 400 Telegramme befördert hatte, hörte er auf zu wirken. Im Jahre 1863 verfertigten die Ingenieure einen neuen Kabel in der Länge von 3400 Kilometer und 3400 Kilogramm schwer, welcher auf dem Great Eastern eingeschifft wurde. Auch dieser Versuch scheiterte. Am 25. Mai befand sich der Nautilus in einer Tiefe von 3836 Meter, gerade an der Stelle, wo der Kabel gerissen war, 638 Meilen von der Küste Irlands entfernt. Man gewahrte damals um 2 Uhr nachmittags, dass die Mitteilungen nach Europa unterbrochen waren. Die Sachverständigen an Bord beschlossen, den Kabel zu zerhauen und dann ihn wieder aufzufischen, und um 11 Uhr abends hatte man die beschädigte Partie wieder herausgeholt. Man machte ein Gelenk und eine Splissung und senkte den Kabel von neuem unter. Aber einige Tage später zerriss er und konnte in den Tiefen des Ozeans nicht wieder aufgefischt werden. Die Amerikaner verloren den Mut nicht. Der kühne Cyrus Field, welcher die Unternehmung zu Wege gebracht und sein ganzes Vermögen dafür eingesetzt hatte, veranlasste eine neue Subskription, welche sogleich mit Zeichnungen bedeckt wurde. Nun wurde unter den besten Bedingungen ein anderes Kabel gefertigt. Der Bund leitender,
in einer Hülle von Gutta-Percha isolierter Drähte, wurde durch ein Polster spinnbarer Stoffe in einer Metallfassung geschützt. Der Great Eastern stach am 13. Juli 1866 abermals in See. Die Operation hatte guten Fortgang, doch begab sich ein Zwischenfall. Einige Mal hatten die Ingenieure beim Abwickeln des Kabels wahrgenommen, dass Nägel frisch eingeschlagen waren, um die Seele desselben zu schädigen. Der Kapitän Anderson beriet mit seinen Offizieren und Ingenieuren, und sie machten bekannt, wenn sich der Täter an Bord betreffen ließe, würde er ohne weiteres ins Meer geworfen werden. Seitdem kam der sträfliche Versuch nicht weiter vor. Am 23. Juli war der Great Eastern nur noch 800 Kilometer von Newfoundland entfernt, als man ihm von Irland aus die Nachricht vom Abschluss des Waffenstillstands zu Sadowa telegrafierte. Am 27. erreichte er mitten im Nebel den Hafen von Heart's Content. Die Unternehmung war glücklich zustande gebracht, und das junge Amerika schickte dem alten Europa als erste Depesche zum Gruß die so selten verstandenen Worte: Ehre sei Gott im Himmel und Friede den gutgesinnten Menschen auf Erden. Ich hatte nicht erwartet, den Kabel in einem frischen Zustande, wie er aus den Werkstätten der Fabriken hervorgegangen war, zu treffen. Die lange Schlange, mit Muscheltrümmern bedeckt, war mit einem steinigen Teig überzogen, der sie gegen die durchbohrenden Mollusken schützte. Sie lag ruhig, gegen die Bewegungen des Meeres gesichert, und unter einem Druck, welcher die Hinüberleitung des elektrischen Funkens, der in 3200 Teile in einer Sekunde von Amerika nach Europa läuft, begünstigt. Der Kabel ist ohne Zweifel von unbegrenzter Dauer, denn man hat die Beobachtung gemacht, dass die Gutta-Percha-Hülle durch das dauernde Verweilen im Meerwasser besser wird. Übrigens ist auf dieser so glücklich gewählten Hochfläche der Kabel niemals so tief untergesenkt, dass er reißen könnte. Der Nautilus folgte ihm bis zum tiefsten Punkt seiner Lage, 4431 Meter. Und hier lag er noch, ohne dass das Ziehen irgend anstrengte. Hernach kamen wir zu der Stelle, wo er im Jahre 1863 Schaden gelitten hatte. Den Grund des Meeres bildete damals ein 120 Kilometer breites Tal, auf welches man den Mont Blanc hätte stellen können, ohne dass sein Gipfel über den Meeresspiegel emporragte. Dasselbe ist im Westen durch eine steile Wand von 2000 Meter geschlossen. Wir langten da am 28. Mai an, und der Nautilus war nur noch 150 Kilometer von Irland entfernt. War der Kapitän Nemo im Begriff, noch weiter aufwärts zu fahren, in die Nähe der britischen Inseln? Nein, zu meiner großen Überraschung fuhr er wieder südwärts und kam in die europäischen Meere. Indem wir um die Smaragdinsel fuhren, gewahrte ich einen Augenblick das Cap Clear und das Feuer von Fastnet, welches den Tausenden von Schiffen, die von Glasgow oder Liverpool ausfahren, zur Leuchte dient. Es stellte sich mir damals eine wichtige Frage. Sollte wohl der Nautilus wagen, in den Kanal zu dringen? Ned Land, der, seit wir uns dem Land näherten, wieder zum Vorschein gekommen war, fragte mich unablässig. Was konnte ich ihm antworten? Der Kapitän Nemo ließ sich fortwährend nicht sehen. Nachdem er dem Kanadier das Küstenland Amerikas zu sehen vergönnt hatte, wollte er es nun gegen mich mit der französischen Küste ebenso machen? Indessen fuhr der Nautilus immer mehr südwärts. Am 30. Mai bekam er Land's End zu sehen, zwischen der äußersten Spitze Englands und den Scilly-Inseln, welche er rechter Hand ließ. Wollte er in den Kanal einfahren, so müsste er gerade ostwärts fahren. Er tat's nicht. Am 31. Mai beschrieb der Nautilus den ganzen Tag lang eine Reihe von Kreislinien, die mich lebhaft beunruhigten. Er schien einen Ort zu suchen, welchen zu finden ihm schwer wurde. Zu Mittag nahm der Kapitän Nemo die Lage selbst auf. Er gönnte mir nicht ein Wort, schien düsterer wie jemals. Was konnte ihn so verstimmen? Etwa die Nähe der europäischen Gestade? Empfand er heimatliche Erinnerungen? Und was für Empfindungen waren es? Vorwürfe oder Sehnsucht? Solche Gedanken beschäftigten mich, als hätte ich eine Ahnung, dass mir der Zufall bald die Geheimnisse des Kapitäns enthüllen würde. Am folgenden Tag, den 1. Juni, machte der Nautilus die nämlichen Bewegungen. Es war offenbar, dass er einen bestimmten Punkt des Ozeans zu erkennen suchte. Der Kapitän Nemo kam, wie tags zuvor, den Höhestand der Sonne aufzunehmen. Das Meer war schön, der Himmel rein. 8 Meilen östlich zeigte sich ein großes Dampfschiff am Horizont. Es wehte keine Flagge von seinem Mast.
und ich konnte seine Nationalität nicht erkennen. Einige Minuten, bevor die Sonne den Meridian durchschnitt, ergriff der Kapitän Nemo seinen Sextant und beobachtete mit äußerster Genauigkeit. Die vollständige Ruhe der Wellen erleichterte es ihm. Der Nautilus lag unbeweglich, ohne Wanken und Schwanken. Ich befand mich gerade auf der Plattform. Als der Kapitän seine Aufnahme gemacht, sprach er nur das einzige Wort: Hier! Er stieg wieder durch die Luke hinab. Hatte er das Fahrzeug gesehen, welches seinen Lauf änderte und uns nahe zu kommen schien? Ich wusste es nicht zu sagen. Ich begab mich wieder in den Salon. Die Luke schloss sich und ich hörte das Zischen des Wassers in den Behältern. Der Nautilus fing an, in vertikaler Richtung unterzusinken, indem die Bewegung der Schraube gehemmt war. Nach einigen Minuten hielt er in einer Tiefe von 833 Meter an und ruhte auf dem Grund. Die Leuchte am Plafond des Salons erlosch darauf, die Läden öffneten sich und ich sah durch das Fenster das Meer von den Strahlen des Fanal im Umfang einer halben Meile hell erleuchtet. Ich blickte rechts und sah nichts als ruhiges Gewässer bis in unermessliche Ferne. Links zeigte sich auf dem Boden eine starke Erhöhung, die meine Aufmerksamkeit erregte. Man konnte es für Ruinen halten, die unter einer Decke weißlicher Muscheln wie unter einem Schneemantel vergraben waren. Als ich die Masse achtsam betrachtete, glaubte ich, etwas verdickt, die Formen eines Schiffes ohne Masten zu erkennen, das vorlängst untergesunken war. Das Unglück musste schon vor langer Zeit sich begeben haben, wie aus der Verkalkung seiner Hülle abzunehmen war. Was für ein Schiff war es? Weshalb besuchte der Nautilus seine Grabstätte? War das Schiff nicht durch Schiffbruch untergegangen? Ich wusste nicht, was ich davon denken sollte, als ich an meiner Seite den Kapitän langsam sprechen hörte. Früher hatte dieses Schiff den Namen Le Marseillais. Es wurde 1762 erbaut und trug 74 Kanonen. Im Jahre 1778, den 13. August, kämpfte es tapfer gegen den Preston. 1779, am 11. Juli, war es mit dem Geschwader des Admirals d'Estaing bei der Eroberung Granadas. 1781, am 5. September, nahm es am Kampf des Grafen de Grasse in der Bai von Chesapeake teil. Im Jahre 1794 gab ihm die Französische Republik einen anderen Namen. Am 16. April desselben Jahres schloss es sich zu Brest dem Geschwader von Villaret-Joyeuse an, welches eine Ladung Getreide aus Amerika zu eskortieren hatte. Am 11. und 12. Prairial des Jahres 2 traf dieses Geschwader mit den englischen Schiffen zusammen. Heute ist der 13. Prairial, 1. Juni 1868. Heute sind es gerade 74 Jahre, dass an derselben Stelle unter 47 Grad 24 Minuten Breite und 17 Grad 28 Minuten Länge dieses Schiff, als es nach heroischem Kampf seine drei Maste verloren, das Wasser in seine Räume drang, ein Drittteil seiner Mannschaft kampfunfähig geworden, samt seinen 356 Mann lieber sich versenkte, als sich ergab, und mit aufgepflanzter Flagge und dem Ruf »Es lebe die Republik« in die Tiefe sank. »Der Vengeur«, rief ich aus. »Ja, mein Herr, der Vengeur. Ein schöner Name«, murmelte der Kapitän Nemo mit gekreuzten Armen. Ende von Teil 2, Kapitel 20. Teil 2, Kapitel 21 von 20.000 Meilen unter Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 21. Eine Hekatombe. Diese Art zu reden, das Unvorbereitete der Szene, die Geschichte des patriotischen Schiffes, die Aufregung, womit der außerordentliche Mann diese letzten Worte sprach, der Name Vengeur, dessen Bedeutsamkeit mir nicht entging, alles dieses machte auf mich tiefen Eindruck. Meine Blicke waren unablässig auf den Kapitän gerichtet, wie er dastand und die ruhmvollen Reste betrachtete. Vielleicht sollte ich niemals erfahren, wer er war, wohin er ging, aber ich lernte mehr und mehr den Menschen in ihm kennen,
Nicht ein gewöhnlicher Menschenhass hielt den Kapitän Nemo mit seinen Genossen abgesondert in seinem Nautilus, sondern ein ungeheurer oder erhabener Hass, den die Zeit nicht abschwächen konnte. War es ein Hass, der noch nach Rache dürstete? Die nahe Zukunft sollte mich's lehren. Inzwischen stieg der Nautilus wieder langsam zum Meeresspiegel auf, und bald gab mir ein leichtes Schwanken zu erkennen, dass wir wieder in freier Luft schwammen. In diesem Augenblick hörte man einen dumpfen Knall. Ich blickte den Kapitän an. Er rührte sich nicht. »Kapitän?« sagte ich. Keine Antwort. Ich ließ ihn und begab mich auf die Plateform. Conseil und der Kanadier waren mir vorausgegangen. »Woher dieser Ton?« fragte ich. »Ein Kanonenschuss«, erwiderte Ned Land. Ich richtete meine Blicke nach dem Schiff hin, welches ich bemerkt hatte. Es kam näher heran, und man sah, dass es mit verstärkter Kraft fuhr. 6 Meilen noch war es von uns entfernt. »Was ist's für ein Schiff, Ned?« »Seinem Takelwerk, seinen Masten nach«, erwiderte der Kanadier, »wollte ich wetten, dass es ein Kriegsschiff ist, wenn es doch käme, den verfluchten Nautilus nötigenfalls zu versenken.« »Freund Ned«, erwiderte Conseil, »was kann er dem Nautilus für einen Schaden zufügen? Soll er ihn unter Meer angreifen? Werden seine Kanonen ihn auf dem Meeresgrund erreichen?« »Sagen Sie mir, Ned, können Sie erkennen, welcher Nation das Schiff angehört?« Der Kanadier runzelte die Augenbrauen, senkte seine Wimpern, blinzelte mit den Augen und heftete eine Weile seinen Blick mit aller Schärfe auf das Schiff. »Nein, mein Herr«, erwiderte er, »ich kann nicht erkennen, welcher Nation es angehört. Es ist keine Flagge aufgesteckt, aber ich kann versichern, dass es ein Kriegsschiff ist, denn ein langer Wimpel weht von der Spitze seines Hauptmastes.« Eine Viertelstunde lang fuhren wir fort, das Schiff, welches auf uns zufuhr, zu beobachten. Ich konnte jedoch nicht annehmen, dass es aus dieser Entfernung den Nautilus erkannt hätte, und noch weniger, dass es wusste, was es für eine unterseeische Maschine war. Bald meldete mir der Kanadier, das Schiff sei ein großes Kriegsschiff, mit Schnabel, ein gepanzerter Zweidecker. Aus seinen beiden Rauchfängen stieg ein dichter Rauch auf, seine Segel waren zusammengeschlagen, sein Mast ohne Flagge. Die weite Entfernung ließ noch nicht die Farben seiner Wimpel erkennen. Es näherte sich rasch. Wenn der Kapitän Nemo es herankommen ließ, bot sich uns eine Aussicht auf Rettung. »Mein Herr«, sagte Ned Land, »fährt das Schiff mir 1 Meile entfernt, so stürze ich mich ins Meer und fordere Sie auf, meinem Beispiele zu folgen.« Ich gab auf diesen Vorschlag keine Antwort und betrachtete fortwährend das Schiff, welches immer näher kam. Mochte es Englisch, Französisch, Amerikanisch oder Russisch sein, sicherlich fanden wir Aufnahme an Bord, wenn wir hingelangen konnten. »Mein Herr wird sich wohl erinnern, dass wir einige Übungen im Schwimmen haben. Er kann sich auf mich verlassen, dass ich ihn bis zu dem Schiff bugsieren werde, wenn es ihm gefällig ist, Freund Ned zu folgen.« Ich war im Begriff zu antworten, als vorne am Kriegsschiff eine weiße Dampfwolke sichtbar wurde. Nach einigen Sekunden ward das Hinterteil des Nautilus von einem ins Meer fallenden Körper bespritzt. Kurz darauf vernahm man einen Knall. »Wie? Sie schießen auf uns!« rief ich aus. »Wackere Leute«, murmelte der Kanadier. »Sie nehmen uns also nicht für Schiffbrüchige auf einem Wrack.« »Mit Erlaubnis, mein Herr.« »Gut«, sagte Conseil und schüttelte das Wasser ab, womit eine abermalige Kugel ihn bespritzt hatte. »Mit Erlaubnis, mein Herr, Sie haben den Narwal erkannt und schießen auf den Narwal.« »Aber Sie müssen wohl sehen«, rief ich, »dass Sie's mit Menschen zu tun haben.« »Vielleicht eben deshalb«, erwiderte Ned Land und sah mich an. Nun ging mir im Kopf ein Licht auf. Ohne Zweifel wusste man jetzt, was man von dem vermeintlichen Seeungeheuer zu halten hatte. Ohne Zweifel hatte der Kommandant des Abraham Lincoln bei seinem Zusammentreffen mit dem Nautilus, als der Kanadier seine Harpune auf denselben schleuderte, erkannt, dass der Narwal ein unterseeisches Fahrzeug sei, und zwar gefährlicher als ein übernatürliches Seetier. Ja, so muss es sein, und ohne Zweifel verfolgte man jetzt auf allen Meeren das fürchterliche Zerstörungswerkzeug. Ein erschreckliches Gewiss, wenn, wie man annehmen konnte, der Kapitän Nemo den Nautilus zu einer Racheübung gebrauchte.
In jener Nacht, als er mitten im Indischen Ozean uns einsperrte, hatte er wohl einen Kampf mit einem Schiff zu bestehen. Jener auf dem Korallenkirchhof bestattete Mann war gewiss bei einem Zusammenstoß des Nautilus getroffen worden. Ja, sag ich abermals, so musste es sein. So enthüllte sich ein Teil der geheimnisvollen Existenz des Kapitän Nemo. Und wenn er auch nicht als derselbe wieder erkannt wurde, so machten doch die gegen ihn verbundenen Nationen jetzt nicht auf ein chimärisches Wesen Jagd, sondern auf einen Mann, der ihnen unversöhnlichen Hass geschworen hatte. Diese ganze fürchterliche Vergangenheit stand mir jetzt vor Augen. Anstatt auf dem herannahenden Schiffe Freunde zu treffen, konnten wir nur auf erbarmungslose Feinde stoßen. Inzwischen fielen häufiger Kugeln in unserer Nähe nieder. Manche, welche den Meeresspiegel trafen, sprangen abprallend weiter, um in weiter Ferne sich zu verlieren. Aber den Nautilus traf keiner. Das Panzerschiff war damals nur noch 3 Meilen entfernt. Trotz der heftigen Kanonade ließ sich der Kapitän nicht auf der Plateform sehen. Und doch, hätte eine einzige seiner Spitzkugeln, wenn sie regelrecht den Rumpf des Nautilus traf, ihm verderblich sein müssen. Der Kanadier sprach da zu mir: »Mein Herr, wir müssen alles aufbieten, um uns aus dieser schlimmen Lage zu ziehen. Wir wollen Signale geben. Tausend Teufel, vielleicht wird man einsehen, dass wir brave Leute sind.« Ned Land nahm sein Taschentuch, um es in der Luft zu schwingen. Aber kaum hatte er es entfaltet, als er trotz seiner furchtbaren Stärke von einer eisernen Hand zu Boden geworfen wurde. »Elender«, rief der Kapitän, »soll ich dich an den Schnabel des Nautilus nageln, ehe ich mit demselben gegen dieses Schiff anrenne?« So fürchterlich dieser Zuruf war, noch fürchterlicher war das Aussehen des Kapitän Nemo. Sein Angesicht erbleichte bei dem Kämpfen seines Herzens, dessen Pulsschläge einen Augenblick stocken mussten. Seine Augäpfel zogen sich fürchterlich zusammen. Seine Stimme brüllte. Mit vorgebeugtem Körper schüttelte er den Kanadier bei den Schultern. Darauf ließ er ihn, wendete sich gegen das Kriegsschiff, dessen Kugeln um ihn regneten, und rief: »Ah, du weißt, wer ich bin, du Schiff einer verfluchten Nation! Ich brauchte deine Farben nicht zu sehen, um dich zu erkennen. Schau, hier zeige ich dir die meinige!« Und der Kapitän Nemo entfaltete vorn auf seiner Plateform eine schwarze Flagge, gleich derjenigen, welche er am Südpol aufgepflanzt hatte. In dem Moment schlug eine Kugel schief auf den Rumpf des Nautilus, ohne einzudringen, prallte neben dem Kapitän ab und sprang weiter ins Meer. Der Kapitän Nemo zuckte die Achseln. Darauf sprach er zu mir in barschem Ton: »Gehen Sie hinab samt Ihren Genossen.« »Mein Herr«, rief ich, »wollen Sie denn dieses Schiff angreifen?« »Mein Herr, ich werde es in den Grund bohren.« »Tun Sie das nicht.« »Ja, ich werde es tun«, erwiderte kalt der Kapitän Nemo. »Lassen Sie sich nicht einfallen, mein Richter zu sein, mein Herr. Der Zufall hat Sie sehen lassen, was Sie nicht sehen durften. Der Angriff ist geschehen, die Erwiderung wird schrecklich sein. Gehen Sie.« »Was ist's für ein Schiff?« »Sie wissen's nicht? Nun denn, umso besser. Seine Nationalität wenigstens soll Ihnen ein Geheimnis bleiben. Gehen Sie hinab.« Ich konnte nicht anders als gehorchen, samt Conseil und dem Kanadier. 15 Mann von den Leuten des Nautilus umgaben den Kapitän und blickten mit unversöhnlichem Hass auf das gegen sie anfahrende Schiff. Man fühlte, wie alle diese Gemüter vom gleichen Rachedurst beseelt waren. Ich begab mich in dem Augenblick hinab, als abermals ein Geschoss auf den Nautilus anschlug, und hörte den Kapitän ausrufen: »Schieße nur, törichtes Schiff! Vergeude unnütz deine Kugeln! Du sollst dem Schnabel des Nautilus nicht entgehen! Aber nicht an dieser Stelle sollst du sinken. Ich will nicht, dass deine Trümmer sich mit denen des Vengeurs vermischen.« Ich ging wieder auf mein Zimmer. Der Kapitän war mit seinem Leutnant auf der Plateform geblieben. Die Schraube ward in Bewegung gesetzt. Der Nautilus entfernte sich rasch aus der Schussweite des Schiffes. Aber die Verfolgung dauerte fort, indes der Kapitän Nemo sich damit begnügte, seine Distanz zu wahren.
Gegen 4 Uhr nachmittags konnte ich die Ungeduld und die Unruhe, die mich peinigten, nicht aushalten und begab mich zur Mittelstiege. Die Luke war offen. Ich wagte mich auf die Plattform. Der Kapitän ging mit raschen Schritten noch immer auf und ab. Ich sah nach dem Schiff, welches 5 bis 6 Meilen unterm Wind ihm standhielt. Er kreiste um dasselbe wie ein Stück Rotwild, zog es östlich und ließ sich von ihm verfolgen. Doch griff er es nicht an. Schwankte er vielleicht noch? Ich wollte noch einmal ein Wort einlegen. Aber ich hatte den Kapitän kaum angeredet, als er mir Schweigen anbefahl. »Ich bin im Recht, ich übe Gerechtigkeit«, sprach er zu mir. »Ich bin unterdrückt, und hier ist der Unterdrücker. Durch ihn habe ich alles verloren, was ich geliebt und verehrt habe. Vaterland, Weib, Kinder, Vater, Mutter, das alles sah ich zugrunde gehen. Dort ist alles, was ich hasse, schweigen Sie!« Ich warf einen letzten Blick auf das Kriegsschiff, welches seine Dampfkraft verstärkte. Darauf suchte ich Ned und Conseil auf. »Wir wollen entfliehen«, rief ich aus. »Gut«, sagte Ned, »was ist's für ein Schiff?« »Ich weiß nicht. Aber was es auch für eins sein mag, vor Abend wird es in Grund gebohrt sein. Jedenfalls besser mit ihm untergehen, als an einer Racheübung teilzuhaben, deren Gerechtigkeit man nicht ermessen kann.« »Der Meinung bin ich auch«, erwiderte Ned Land kalt. »Warten wir die Nacht ab.« Die Nacht kam heran. Tiefe Stille herrschte an Bord. Der Kompass zeigte, dass der Nautilus seine Richtung nicht geändert hatte. Ich hörte die Schraube mit reißender Regelmäßigkeit die Wogen schlagen. Er hielt sich an der Oberfläche des Wassers und in leichtem Schwanken neigte er bald auf die eine, bald auf die andere Seite. Ich war mit meinen Gefährten entschlossen, in dem Augenblick zu entfliehen, wo das Schiff nahe genug wäre, dass es uns hören oder sehen konnte, denn es war heller Mondschein, einige Tage vor Vollmond. Wären wir einmal an Bord dieses Schiffes, so wollten wir, wenn es nicht möglich wäre, dem drohenden Stoß zuvorzukommen, wenigstens alles tun, was die Umstände uns zu versuchen gestatten würden. Einige Mal glaubte ich, der Nautilus schicke sich zum Angriff an. Aber er beschränkte sich darauf, seinen Gegner sich nahe kommen zu lassen, und kurz darauf zog er sich wieder fliehend zurück. Ein Teil der Nacht verfloss ohne Zwischenfall. Wir lauerten auf die Gelegenheit zu handeln, sprachen wenig, weil wir zu aufgeregt waren. Ned Land hätte sich gerne ins Meer gestürzt, ich nötigte ihn zu warten. Meiner Ansicht nach sollte der Nautilus auf der Oberfläche des Wassers den Zweidecker angreifen, und dann wäre eine Flucht nicht nur möglich, sondern leicht. Um 3 Uhr morgens stieg ich voll Unruhe auf die Plattform. Der Kapitän Nemo hatte sie nicht verlassen. Er stand auf dem Vorderteil, nahe bei seiner Flagge, die ein leichter Seewind über seinen Kopf entfaltete. Er behielt das Schiff beständig im Auge. Dieses Schiff hielt sich 2 Meilen von uns entfernt. Es hatte sich genähert, immer auf den phosphoreszierenden Schein zufahrend, welcher die Anwesenheit des Nautilus bezeichnete. Ich sah seine Warnungsfeuer, grün und rot, und seine weiße Schiffsleuchte, die am Flockstag hing. Ein unklarer Widerschein, der auf sein Takelwerk fiel, zeigte an, dass man das Feuern auf den höchsten Grad getrieben hatte. Strahlenbüschel, Schlacken brennender Kohlen, die aus seinen Rauchfängen ausgeworfen wurden, bestrahlten die Atmosphäre. Ich blieb also bis zu 6 Uhr früh, ohne dass der Kapitän Nemo mich zu bemerken schien. Das Schiff hielt erst in einer Entfernung von 1,5 Meilen stand und begann mit Anbruch des Tages seine Kanonade von Neuem. Der Augenblick konnte nicht mehr fern sein, wo ich, während der Nautilus seinen Gegner angriff, nebst meinen Genossen diesen Mann für immer verlassen würde. Ich war im Begriff, hinabzugehen, um ihnen davon Kenntnis zu geben, als der Leutnant von einigen Matrosen begleitet auf die Plattform kam. Der Kapitän Nemo sah sie nicht. Oder wollte sie nicht sehen. Es wurden einige einfache Vorkehrungen getroffen. Man legte die Geländereinfassung der Plattform nieder, die Gehäuse des Fanal und des Steuerers wurden in den Schiffskörper so weit eingezogen, dass sie dem Boden gleich waren. Die Oberfläche der langen Zigarre von Eisenblech hatte keinen Vorsprung mehr, welcher ihren Bewegungen hinderlich sein konnte. Ich begab mich wieder in den Salon.
Der Nautilus war noch immer auf der Oberfläche. Einiger Dämmerungsschein drang durch die obere Wasserschichte. Der schreckliche 2. Juni brach an. Um 5 Uhr gab mir das Log zu erkennen, dass der Nautilus langsamer fuhr. Offenbar wollte er den Gegner herankommen lassen. Übrigens wurde der Geschützesdonner heftiger und die Kugeln flogen ringsum. Meine Freunde, sagte ich, der Augenblick ist da. Einen Handschlag und Gott sei mit uns. Ned Land war entschlossen, Conseil ruhig, ich in allen Nerven erregt, konnte mich kaum halten. Wir gingen in die Bibliothek. Im Augenblick, als ich die Türe, welche zur Mitteltreppe führte, öffnen wollte, hörte ich, dass man die Luke hastig abschloss. Der Kanadier stürzte zur Treppe, aber ich hielt ihn zurück. Ein wohlbekanntes Rauschen gab mir zu erkennen, dass die Behälter sich mit Wasser füllten. In der Tat tauchte der Nautilus unverweilt einige Meter tief unter der Oberfläche des Wassers. Ich verstand das Manöver. Es war zum Handeln zu spät. Der Nautilus hatte nicht im Sinne, den Zweidecker an seinem undurchdringlichen Panzer zu treffen, sondern unterhalb der Wasserlinie, wo er nicht mehr von der Metalldecke geschützt war. Wir wurden von neuem eingesperrt, gezwungene Zeugen der Unglücksszene, welche man vorbereitete. Übrigens hatten wir kaum Zeit, unsere Gedanken zusammenzufassen. In mein Zimmer geflüchtet, sahen wir uns einander an, ohne ein Wort zu reden. Große Bestürzung befiel meinen Geist. Die Bewegung des Gedankens stockte in mir. Ich befand mich in dem peinlichen Zustand, welcher der Erwartung einer fürchterlichen Katastrophe vorausgeht. Ich wartete, horchte, ich lebte nur noch durchs Gehör. Inzwischen nahm die Schnelligkeit des Nautilus wirklich zu. So nahm er seinen Anlauf. Er zitterte am ganzen Körper. Plötzlich schrie ich auf. Ein Stoß war versetzt worden, doch verhältnismäßig leicht. Ich spürte, wie der stählerne Schnabel kräftig eindrang. Ich hörte ein Kratzen und Schaben. Aber der Nautilus drang mit der mächtigen Gewalt seines Stoßes durch die Schiffsmasse wie die Nadel des Segelmachers durch die Leinwand. Ich konnte mich nicht halten. Bis zum Wahnsinn verstört, stürzte ich aus meinem Zimmer in den Salon. Der Kapitän Nemo befand sich darin. Stumm, düster, unversöhnlich schaute er durch das Fenster zur Linken. Eine enorme Masse sank unter das Wasser, und um von ihrem Todeskampf nichts zu verlieren, senkte sich der Nautilus zugleich mit ihr in die Tiefe. In einer Entfernung von 10 Meter sah ich den aufgeschlitzten Schiffskörper, in welchen mit donnerähnlichem Getöse das Wasser einstürzte, darauf die doppelte Reihe der Kanonen und die Schanzverkleidung. Das Verdeck war mit schwarzen Schattengestalten bedeckt in unruhiger Bewegung. Das Wasser stieg. Die Unglücklichen schwangen sich ins Tauwerk, kletterten auf die Maste, rangen und drehten sich unterm Wasser. Es war ein Menschenschwarm vom eindringenden Meer überwältigt. Gelähmt, starr vor Schrecken, die Haare zu Berge, schaute auch ich mit weit aufgerissenen Augen, stockendem Atem lautlos. Unwiderstehlich zog mich's an das Fenster. Das enorme Schiff sank langsam in die Tiefe. Der Nautilus spähte auf alle seine Bewegungen. Plötzlich eine Explosion. Die zusammengepresste Luft sprengte das Verdeck, als sei Feuer in den Schiffsräumen ausgebrochen. Die Wasser waren so stark in Bewegung, dass der Nautilus aus seiner Richtung kam. Darauf sank das Unglücksschiff schneller. Sein mit Opfern gefüllter Mastkorb kam zum Vorschein, dann sein mit Menschen belastetes Gebälk, endlich die Spitze seines Hauptmastes. Hierauf verschwand die düstere Masse und mit ihr die ganze Mannschaft als Leichen in fürchterlichem Wirbel hinabgezogen. Ich wandte mich um nach dem Kapitän Nemo. Dieser entsetzliche Henker, ein wahrer Erzengel des Hasses, schaute fortwährend zu. Als alles zu Ende war, ging der Kapitän auf die Tür seines Zimmers zu, öffnete und trat ein. Ich folgte ihm mit den Augen. Auf dem hintersten Feld, über den Bildern seiner Heroen, sah ich das Porträt einer noch jungen Frau nebst 2 kleinen Kindern.
Der Kapitän Nemo betrachtete sie einige Augenblicke, breitete die Arme nach ihnen aus und kniete schluchzend nieder. Ende von Teil 2, Kapitel 21. Teil 2, Kapitel 22 von 20.000 Meilen unter Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 22. Letzte Worte des Kapitän Nemo. Die Läden wurden nach diesem erschrecklichen Anblick geschlossen, aber das Licht im Salon nicht wieder angezündet. Im Inneren des Nautilus nur Dunkel und Schweigen. Er verließ diesen heillosen Ort, 100 Fuß unterm Wasser mit reißender Geschwindigkeit. Wohin fuhr er? Nord- oder südwärts, wohin floh dieser Mann nach der grauenhaften Racheübung? Ich begab mich zurück in mein Zimmer, wo Ned und Conseil sich schweigend befanden. Ich empfand ein unüberwindliches Grauen vor dem Kapitän Nemo. Was er auch von Seiten der Menschen erlitten haben mochte, so zu strafen, war er nicht befugt. Er hatte mich, wenn auch nicht zum Mitschuldigen, doch zum Zeugen seiner Untat gemacht. Das war schon zu viel. Um 11 Uhr kam das elektrische Licht wieder zum Vorschein. Ich begab mich in den Salon. Er war leer. Ich besorgte die verschiedenen Instrumente. Der Nautilus floh nordwärts mit einer Schnelligkeit von 25 Meilen die Stunde, bald auf der Oberfläche des Meeres, bald 30 Fuß darunter. Ein Blick auf die Karte zeigte mir, dass wir am Eingang des Kanals fuhren und unsere Richtung uns mit unvergleichlicher Schnelligkeit in die nördlichen Meere führte. Am Abend hatten wir 200 Lieues des Atlantischen Meeres zurückgelegt. Es wurde Nacht und das Meer war mit Dunkel bedeckt bis zum Aufgang des Mondes. Ich begab mich wieder in mein Zimmer, konnte nicht schlafen. Ich war von Alpdrücken geplagt. Die grauenhafte Vernichtungsszene stand immer erneuert vor meinem Geist. Seit diesem Tag, wer konnte sagen, bis zu welchem Punkt im Nordatlantischen Meer der Nautilus uns schleppte? Stets mit einer nicht zu schätzenden Schnelligkeit. Stets inmitten hyperboräischer Nebel. Berührte er die Vorgebirge Spitzbergens oder die Küsten von Novaya Semlja? Durchlief er das Weiße Meer, das Meer von Kara, den Busen des Ob, den Archipel Lissarow und die unbekannten Gestade der asiatischen Küste? Ich kann es nicht sagen und konnte auch die verflossene Zeit nicht berechnen. Die Uhren an Bord standen stille. Tag und Nacht schienen nicht mehr regelmäßig aufeinander zu folgen. Ich schätze, aber vielleicht irre ich mich, dass diese abenteuerliche Fahrt des Nautilus 14 bis 20 Tage dauerte, und ich weiß nicht, wie lange sie gedauert haben würde ohne die Katastrophe, womit diese Reise endigte. Vom Kapitän Nemo war nicht mehr die Rede, auch nicht von seinem Leutnant. Nicht ein Mann von den Bootsleuten ließ sich nur einen Augenblick sehen. Fast beständig fuhr der Nautilus unterm Wasser, und wenn er zur Lufterneuerung auftauchte, öffneten oder schlossen sich die Luken automatisch. Die Lage wurde nicht mehr eingetragen, ich wusste nicht, wo wir uns befanden. Auch der Kanadier, dessen Geduld und Kraft erschöpft war, ließ sich nicht mehr sehen. Conseil konnte nicht ein Wort aus ihm herausbringen und fürchtete, er möge in einem Anfall von Wahnsinn oder von erschrecklichem Heimweh getrieben Hand an sich legen. Er überwachte ihn daher jeden Augenblick mit Hingebung. Es ist begreiflich, dass unter diesen Umständen die Lage unhaltbar war. Eines Tages, wann kann ich nicht angeben, war ich gegen Morgen eingeschlafen. Ein peinlicher und krankhafter Schlaf. Als ich aufwachte, sah ich Ned Land über mich gebeugt und hörte ihn leise sagen, »Wir wollen entfliehen.« Ich richtete mich auf. »Wann wollen wir fliehen?« fragte ich. »In nächster Nacht.« Jede Überwachung scheint vom Nautilus verschwunden. Man meint, es herrsche Verstörung an Bord. Werden Sie bereit sein, mein Herr? Ja, wo befinden wir uns? Im Angesicht von Land, das ich diesen Morgen mitten im Nebel 20 Meilen östlich wahrgenommen habe. Was für Land? Ich weiß nicht.
Aber es sei, was es wolle, wir wollen dahin fliehen. Ja, Ned. Ja, wir fliehen diese Nacht, sollte uns auch das Meer verschlingen. Das Meer ist schlimm, der Wind ist stark, aber 20 Meilen in dem leichten Boot des Nautilus zu machen, ist für mich nichts Erschreckliches. Ich habe unbemerkt einige Lebensmittel und einige Flaschen Wasser hinschaffen können. Ich schließe mich an. Übrigens, fügte der Kanadier bei, wenn ich ertappt werde, wehre ich mich, lasse mich umbringen. Dann werden wir miteinander sterben, Freund Ned. Ich war zu allem entschlossen. Der Kanadier verließ mich. Ich begab mich auf die Plateform, wo ich mich gegen den Wellenschlag kaum halten konnte. Der Himmel war drohend, aber da im dichten Nebel Land in der Nähe war, so musste man fliehen. Kein Tag und keine Stunde war zu verlieren. Ich kam in den Salon zurück, fürchtete und wünschte zugleich, den Kapitän Nemo zu treffen, wollte und wollte nicht mehr ihn sehen. Was hätte ich ihm sagen können? Konnte ich ihm das unwillkürliche Grauen verhehlen, das er mir einflößte? Nein, besser war, nicht mehr vor sein Angesicht zu kommen. Besser war, ihn vergessen. Und doch. Wie wurde mir dieser Tag lang, der letzte, den ich an Bord des Nautilus verleben sollte? Ich blieb allein. Ned Land und Conseil vermieden, mit mir zu reden, aus Furcht, sich zu verraten. Um 6 Uhr speiste ich, aber ich hatte keinen Hunger. Ich zwang mich wider Willen zu essen, um nicht an Kräften schwächer zu werden. Um 6:30 kam Ned Land auf mein Zimmer und sagte, »Wir werden uns vor unserer Abfahrt nicht wiedersehen. Um 10 Uhr ist der Mond noch nicht aufgegangen und die Dunkelheit wird uns zugute kommen. Kommen Sie zum Boot. Ich werde mit Conseil Sie dort erwarten.« Darauf entfernte sich der Kanadier, ehe ich Zeit hatte, ihm zu antworten. Ich wünschte, über die Richtung des Nautilus Auskunft zu haben, und begab mich in den Salon. Wir fuhren Nord-Nordost unter erschrecklicher Geschwindigkeit bei 50 Meter Tiefe. Ich warf einen letzten Blick auf diese Wunder der Natur, auf die in diesem Museum gehäuften Schätze der Kunst, auf diese unvergleichliche Sammlung, die einst in der Tiefe des Meeres zugleich mit ihrem Gründer zugrunde gehen sollte. Ich wünschte in meinem Geist, einen letzten Eindruck festzuhalten. Eine Stunde lang blieb ich hier, in der hellen Beleuchtung die Schätze musternd, welche unter ihren Glaskästen glänzten. Darauf kehrte ich auf mein Zimmer zurück. Hier zog ich dauerhafte Meerkleidung an, nahm meine Notizen zusammen und steckte sie wie Kostbarkeiten zu mir. Mein Herz pochte gewaltig. Seine Schläge ließen sich nicht hemmen. Gewiss, meine Unruhe, meine Aufregung würden mich dem Kapitän Nemo verraten haben. Was tat er in diesem Moment? Ich horchte an der Türe seines Zimmers, hörte da Fußtritte. Der Kapitän war darin, er hatte sich nicht zu Bette gelegt. Bei jeder Bewegung kam es mir vor, er werde zu mir treten und mich fragen, weshalb ich fliehen wolle. Ich empfand unablässige Beunruhigung. Meine Einbildungskraft vergrößerte sie noch. Diese Empfindungen waren so peinigend, dass ich mich fragte, ob es nicht besser wäre, ins Zimmer des Kapitäns zu treten, ihm gerade ins Angesicht zu sehen, mit Blick und Gebärde zu trotzen. Ein wahnsinniger Gedanke. Glücklicherweise tat ich's nicht und legte mich auf mein Bett, um die körperliche Aufregung in mir zu stillen. Meine Nerven wurden ein wenig ruhiger, aber bei der Überspannung meines Gehirns überblickte ich in rascher Erinnerung mein ganzes Leben an Bord des Nautilus, alle die glücklichen oder unglücklichen Erlebnisse seit meinem Verschwinden vom Abraham Lincoln bis zu der grässlichen Szene des mit seiner Mannschaft versenkten Schiffes. Da erschien mir der Kapitän Nemo über die Maßen groß, als ein Charakter von übermenschlichen Verhältnissen, der seinesgleichen nicht hatte. Es war damals 9:30 Uhr. Ich hielt meinen Kopf mit beiden Händen, damit er nicht zerspringe. Ich schloss die Augen, wollte nicht mehr denken. Also noch eine 30 Minuten. Das Warten konnte mich zum Narren machen. In dem Augenblick vernahm ich die Akkorde der Orgel, eine traurige Harmonie, eine unbeschreibliche Melodie, den klagenden Ausdruck einer Seele, welche ihre irdischen Bande sprengen will. Ich lauschte mit allen Sinnen zugleich, kaum atmend, gleich dem Kapitän Nemo, in die musikalische Entzückung versenkt, welche ihn über die Grenzen dieser Welt hinauszog. Darauf erschreckte mich ein plötzlicher Gedanke.
Der Kapitän Nemo befand sich in dem Saal, durch welchen ich kommen musste, um zu entfliehen. Hier sollte ich ihn zum letzten Male treffen. Er würde mich sehen, vielleicht mit mir sprechen. Eine Bewegung von ihm konnte mich vernichten, ein einziges Wort mich an seinen Bord fesseln. Indessen war es gleich 10 Uhr. Der Zeitpunkt war gekommen, wo ich mein Zimmer verlassen und zu meinen Gefährten mich begeben musste. Es war nicht mehr zu zögern, sollte auch der Kapitän Nemo mir entgegentreten. Ich öffnete behutsam meine Türe, und doch schien mir es, als knarrte sie in den Angeln. Vielleicht bildete ich mir es auch nur ein. Ich schlich weiter durch die dunklen Gänge des Nautilus, hielt bei jedem Schritt inne, um mein Herzklopfen zu unterdrücken. Als ich an der Ecktüre des Salons ankam, öffnete ich leise. Der Salon lag in tiefem Dunkel. Die Akkorde der Orgel klangen schwach. Der Kapitän Nemo befand sich da, sah mich aber nicht. Ich glaube, sogar bei hellem Tageslicht hätte er mich nicht bemerkt, so sehr war er in Entzücken versunken. Ich schlich auf dem Teppich und vermied das geringste Geräusch, das meine Anwesenheit verraten hätte. Ich brauchte 5 Minuten, um zu der Türe zu gelangen, welche zur Bibliothek führte. Ich war im Begriff, sie zu öffnen, als ein Seufzen des Kapitäns mich an der Stelle fesselte. Er stand auf, kam auf mich zu, mit gekreuzten Armen, schweigend, schwebend wie ein Gespenst. Er schluchzte aus gedrückter Brust, und ich hörte ihn murmeln. Die letzten Worte, die ich aus seinem Munde vernahm. Allmächtiger Gott, genug, genug! War es ein Ausdruck von Gewissensbissen? Ganz bestürzt eilte ich in die Bibliothek. Ich stieg die Mitteltreppe hinauf und gelangte durch den oberen Gang zum Boot. Durch die Öffnung, welche bereits meinen beiden Gefährten gedient hatte, stieg ich ein. »Fort, nur fort!« rief ich. »Im Augenblick«, erwiderte der Kanadier. Die in dem Eisenblech des Nautilus ausgeschnittene Öffnung wurde erst geschlossen und mit einem englischen Schlüssel, den sich Ned Land zu verschaffen gewusst hatte, zugeschraubt. Ebenso auch die Öffnung des Bootes, und der Kanadier fing an, die Schrauben zu öffnen, welche uns noch am unterseeischen Boot festhielten. Da vernahm man plötzlich ein Geräusch innen. Stimmen in lebhaftem Wortwechsel. Was gab's? Hatte man unsere Flucht gemerkt? Ned Land steckte mir stille einen Dolch in die Hand. »Ja«, murmelte ich, »wir werden zu sterben wissen.« Der Kanadier hatte mit seiner Arbeit innegehalten. Doch ein Wort, 20-mal wiederholt, ein fürchterliches Wort, enthüllte mir die Ursache dieser unruhigen Bewegung an Bord des Nautilus. Uns galt die Aufregung nicht. »Malstrom! Malstrom!« rief es. Der Malstrom. Ein schrecklicheres Wort, in einer schrecklicheren Lage hätten wir nicht hören können. Wir befanden uns also an dieser gefährlichen Stelle der norwegischen Küste? War der Nautilus in diesen Abgrund gerissen, im Moment, wo unser Boot sich von ihm loszumachen im Begriff war? Bekanntlich bilden die zwischen den Färöer- und Lofoteninseln eingeengten Gewässer zur Zeit der Flut einen Strudel mit unwiderstehlicher Gewalt, dem noch niemals irgendein Schiff entronnen ist. Von allen Seiten des Horizonts her strömen ungeheuerliche Wogen hier zusammen, und die Anziehungskraft dieses Strudels erstreckt sich auf eine Entfernung von 15 Kilometer, so dass nicht allein Schiffe, sondern auch Walfische und Eisbären fortgerissen werden. Hierhin war der Nautilus von seinem Kapitän ohne oder vielleicht mit Willen geleitet worden. Er beschrieb eine Spirallinie, deren Umfang stets enger wurde. Mit ihm wurde auch das noch daran befestigte Boot in schwindelhaftem Zug fortgerissen. Todesschrecken befiel uns, in höchstem Grauen stockte das Blut, kalter Schweiß drang auf die Stirne. Und welches Getöse um unser zerbrechliches Boot herum! Ein Brausen, das vom Echo wiederholt gehört wurde. Ein Krachen der Wogen, die sich auf den Felsenspitzen meilenweit brachen im tiefen Grunde, wo die härtesten Körper zerschmettert werden. Welche Lage! Wir wurden grässlich hin und her geschleudert. Der Nautilus verteidigte sich, dass seine eisernen Muskeln krachten. »Wir müssen wacker festhalten«, sagte Ned, »und die Schrauben wieder befestigen. Bleiben wir am Nautilus fest, so können wir uns noch retten.« Er hatte noch nicht ausgeredet, als es krachte. Die Schrauben mangelten, das Boot wurde aus seinem Gehäuse gerissen und wie ein Stein aus einer Schleuder mitten in den Strudel geworfen.
Mein Kopf wurde wieder einen eisernen Rahmen geschmettert, und bei der heftigen Erschütterung verlor ich die Besinnung. Ende von Teil 2, Kapitel 22. Teil 2, Kapitel 23, von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist deine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter dem Meer, von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 23. Schluss. Hiermit schließt die unterseeische Reise. Was diese Nacht vorfiel, wie das Boot aus dem furchtbaren Wirbel des Meerstromes entrann, wie ich mit Ned Land und Conseil aus dem Schlund wieder herauskam, kann ich nicht sagen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einer Fischerhütte der Lofoten-Inseln. Meine beiden Gefährten waren gesund und wohlbehalten an meiner Seite und drückten mir die Hände. Wir umarmten uns mit Innigkeit. In diesem Augenblick können wir nicht daran denken, nach Frankreich zurückzukehren. Die Verkehrsmittel zwischen dem nördlichen Norwegen und dem Süden sind spärlich. Ich muß daher die Vorüberfahrt des Dampfbootes abwarten, welches alle 2 Monate nach dem Nordkap fährt. Hier also, umgeben von den braven Leuten, welche uns aufgenommen haben, sehe ich die Erzählung dieser Abenteuer durch. Sie ist genau, keine Tatsache ist übergangen, kein Detail übertrieben worden. Es ist der treue Bericht über diese unwahrscheinliche Fahrt unter einem für den Menschen unzugänglichen Element, dessen Bahnen der Fortschritt dereinst eröffnen wird. Wird man mir glauben? Ich weiß es nicht. Es liegt auch nicht viel daran. Ich habe jetzt, kann ich wohl versichern, das Recht, über diese Meere zu reden, unter welchen ich nicht allein volle 10 Monate 20.000 Meilen zurückgelegt habe. Von dieser unterseeischen Reise zu erzählen, die mir so manche Wunder im stillen Meere, dem Indischen Ocean, dem Roten Meere, dem Mittelländischen, dem Atlantischen, dem nördlichen und südlichen Eismeere enthüllte. Aber was ist aus dem Nautilus geworden? Hat er dem gewaltigen Druck des Meerstromes widerstanden? Verfolgte er seine erschrecklichen Repressalien weiter? Oder ist er bei dieser letzten Hekatombe stehen geblieben? Werden uns die Fluten eines Tages das Manuskript mit seiner ganzen Lebensgeschichte zuführen? Werde ich endlich den Namen dieses Mannes erfahren? Ich hoffe es. Hoffe ebenfalls, dass sein mächtiges Fahrzeug das Meer in seinem erschrecklichsten Schlund überwältigt und dass der Nautilus unverletzt geblieben ist, wo so viele Schiffe zugrunde gegangen sind. Wenn das letztere der Fall ist, wenn der Kapitän Nemo immer noch im Meere hauset, seinem adoptiv Vaterlande, so möge der Hass in diesem wilden Gemüt sich beschwichtigen lassen. Die Anschauung so vieler Wunder möge den Rachedurst in ihm ausstilgen. Möge der strafende Richter aufhören, der Gelehrte die friedliche Erforschung des Meeres fortsetzen. Das seltsame Geschick ist auch ein Erhabenes. 10 Monate habe ich das außernatürliche Leben geführt. Vor 6000 Jahren hieß es, wie geschrieben steht. Wer hat je die Tiefen des Abgrundes zu erforschen vermocht? 2 Männer sind die einzigen in der Menschenwelt, welche jetzt die Antwort auf diese Frage geben können. Der Kapitän Nemo und ich. Ende von Teil 2, Kapitel 23. Ende von 20.000 Meilen unter dem Meer, von Jules Verne.